So, dann erstmal einen wunderschönen guten Abend, meine lieben Yoshis, und willkommen zu einem kleinen spontanen Livestream. Und da kommen schon die ersten Hostings rein. Danke, Lilo. Danke, danke, danke. Ja, ihr Lieben, 3 Jahre Drake's LP. Heute ist mein 3-jähriges YouTube-Jubiläum. Und ich dachte mir, was gäbe es Schöneres, als das zusammen mit euch nochmal zu feiern. Ganz spontan habe ich doch noch Zeit gefunden. Eigentlich war ja geplant, heute Baby zu sitten, aber das hat sich Gott sei Dank erledigt gehabt. Und deswegen habe ich nun Zeit gefunden, diesen kleinen Stream für euch schnell vorzubereiten. Ja, ihr seht schon, ich möchte mit euch Super Mario Maker spielen. Und da wir mein 3-jähriges Jubiläum feiern, habe ich mir überlegt, wäre es doch eigentlich mal wieder ganz geil, euch mal meine Level zu zeigen. Ich habe ja ziemlich viele davon, um es genau zu sagen. Ich glaube, 57 Stück sind es mittlerweile geworden. Ja, doch, kommt hin. Gucken wir mal, wie viele es denn sind. Genau, ihr Lieben, 57 fiese kleine Gehässigkeiten vom Alpha Yoshi. Und bisher habe ich euch ja immer alle, ja, selber dadurch gejagt. Nun habt ihr die große Ehre, nun könnt ihr mir dabei zuschauen, wie ich mich durch meine eigenen Level quäle. Ja. Weil einige haben mich ja schon gefragt, sag mal, schaffst du deine Level eigentlich auch selber? Ich bin zwar etwas raus, was Mario Maker betrifft, aber ich denke, das sollte ich gerade so auf die Reihe kriegen. Kleine Knutschknull. Nee, das hat sich erledigt gehabt. Das mit der Arbeit hat sich wohl alles verschoben. Und ja, deswegen bin ich jetzt zu Hause. Normalerweise wäre ich nämlich heute gar nicht zu Hause gewesen. Und deswegen habe ich mir gedacht, dann kann ich auch nochmal einen ganz schnellen, spontanen Livestream machen. Und ja, ihr Lieben, ich dachte mir, das ist doch ein sehr schönes Special. Und ja, dann würde ich sagen, seid ihr bereit? Habt ihr Bock mal zu sehen, was das Alpha Yoshi so für teuflische Sachen gebaut hat? Und erstmal grüße ich meinen kleinen Bruder Kröti LP, der jetzt wohl auch ganz offensichtlich einen Twitch Account hat. Erstmal liebe Grüße an meinen kleinen Bruder. Und Brüderchen, wenn Mama sagt ins Bett, dann heißt das ins Bett, ne? So einfach geht das. Das weißt du. Denk dran, ich bin schnell bei dir. So. Aber, ihr Lieben, erstmal möchte ich mich an dieser Stelle ganz herzlich für 3 Jahre bedanken. Einige von euch sind ja wirklich schon seit Anfang an dabei. Und es ist Wahnsinn, wie sehr ich mich erstmal in der ganzen Zeit verändert habe. Ich habe mir vorhin nochmal mein erstes Video angeguckt, also aus meinem ersten Let's Play noch, und dachte mir nur, ach du Scheiße. Ach du Scheiße, wenn ich mir die Qualität von früher angucke, auch meine Mikroqualität vor allem, und Vergleich zu heute, das ist denn doch schon ein krasser Unterschied, muss ich sagen. Ah, Mutti hat ihn einen Account gemacht. Ah, so. Ja, siehst du, und wenn das Brüderchen auf das Herz klickt, kann er mir sogar ein Follow dalassen. Ja, ich habe am 25. Oktober tatsächlich angefangen. Also 2015. Da habe ich meine erste Pokémon Feuerrot-Folge hochgeladen. Nur wer die Folgen gesehen hat, und das war zum Glück, wenn überhaupt nur meine Mutter und die gute Sunny, das war so scheiße. Ich habe wirklich ohne Scheiß damals versucht, alle möglichen Let's Player zu kopieren. Und das war nicht ich. Es war fürchterlich. Selbst meine Mutter hat gesagt, das bist nicht du. Und diese Folgen habe ich auch alle vernichtet. Deswegen ist auch Mario All-Stars das allererste offizielle beendete Let's Play von mir. Alle anderen Sachen habe ich nämlich in der Zeit gelöscht, weil die Videos scheiße waren. Und scheiße ist noch kein Ausdruck dafür. Ja, ihr Lieben, 3 lange Jahre geht das Alpha Yoshi euch auf den Keks. Seit 3 Jahren verfolgen mich einige von euch, wo ich mich immer noch frage, wie ihr das so lange mit mir ausgehalten habt. Aber genug geschnackt, ihr Lieben. Genug. Ja, ganz genau. Und in Mario All-Stars habe ich genau damit nämlich angefangen. Man hat es nämlich auch gemerkt. Ich war nämlich am Anfang ziemlich unsicher. Und ja, wenn ich dann denke, am Anfang total unsicher, keine Ahnung, was ich erzählen sollte, einfach drauf losgelabert. Stiltechnisch habe ich mich nicht groß verändert. Ich bin halt nur selbstsicherer geworden und reiß noch mehr Witze als vorher. Würde ich gerne mal sehen wollen, kannst du auch jederzeit auf YouTube. Liegt, ist immer noch alles vorhanden. Super Mario All-Stars, das allererste Let's Play davon. Musst du nur in der abgeschlossenen Playlist mal gucken. Ganz hinten ist das. Ja, Mutti, das frage ich mich auch, aber ich muss halt mein ganzes Leben mit dir aushalten, ne? Bist halt meine Mutter. So, genug der fiese Line. Ich würde sagen, starten wir mit meinem ersten Level, was ich selbst gebaut habe. Es heißt auch dementsprechend mein erstes Level. Original übrigens aus dem ganz einfachen Grund, ich hatte noch eine leichtere Version davon gebaut, weil ja ganz, ganz viele Leute sich darüber beschwert haben, dass meine Level zu schwer sind. Aber ich habe mir irgendwann gesagt, wisst ihr, ihr baut Kaizo-Müll und so weiter. Warum darf ich mich dann nicht auch mal austoben? Und ihr dürft gleich sehen, dass ich schon zu Anfang ziemlich sadistisch veranlagt war.
Kennt ihr diese hübschen Trampoline noch? Es gibt Leute... Wieso ist denn das hier eigentlich umgestellt? Ach ja, stimmt, das war ja so rum. So, aber mal gucken. Tja, hübsche Falle, oder? Schön aufpassen, sonst wird man nämlich von den Trampolinen nämlich runtergeschubst. Sehr nett, oder? Ja, das bekommst du heute auch noch zu sehen, denn Tatsache ist, dieses Level hat meine Mutter sogar geschafft. Was mich immer noch überrascht. Ja, ihr Lieben, ihr seht schon, die Falle hier nennt sich Lakito und böse, böse Trampoline. Ihr könnt also schon sehen, ich hatte schon immer ein Faible für Trampoline. Im Übrigen solltet ihr diesen Block hier, genau den da, besser in Ruhe lassen. Da ist nämlich ein Knabberblümchen drin versteckt. Ursprünglich sollte hier nämlich eine zweite Ebene hin, aber zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, wie man diese freischaltet. Und später hatte ich keinen Bock mehr daran rumzubasteln, weil es war ja schließlich mein erstes Level. Das Original. Und man sieht auch anhand der Bauweise, dass das Level echt eines meiner ersten Versuche gewesen ist. Ja, ja, einige von euch haben das Level ja damals mal gespielt und haben es hassen gelernt, im wahrsten Sinne des Wortes. Wie gesagt, meine umgedrehten Trampoline sind ja legendär geworden. Gibt ja genügend Leute, die sie hassen. Warum ich den hier hingebaut habe, weiß ich bis heute noch nicht. Aber man merkt halt, es war mein erstes Level, dementsprechend ich wollte alles ausprobieren, was das Game zu bieten hatte. Und da ist auch schon. Zack, zack und ran ans Ziel. Ich weiß, ziemlich langweilig das erste Level. Du wirst heute alle Level zu sehen kriegen, Mutti, keine Sorge. Genau, wir waren schon immer liebensgewürzig zueinander. Und das war, wie gesagt, der Anfang vom Ende. 41 Sterne hat das Level sogar gekriegt. Wundert mich eigentlich selber. Na gut, machen wir weiter. Aus dem Dunkeln in das Licht ist tatsächlich schon eins meiner ältesten Level. Ihr seht ja schon, vom 5. November 2011. Also lange bevor ich mit Let's Plays angefangen habe. Nee, Quatsch, Entschuldigung, kurz danach. Damals konnte ich das ja noch nicht machen. Und ja, das war mein erstes Underground-Level. Schauen wir doch mal, was ich mir da Schönes gebaut habe. Wie gesagt, erwartet keine Super-Level am Anfang. Weil je älter die Level sind, umso beschissener sind sie natürlich. Oh, ich muss mir erstmal wieder an die Steuerung gewöhnen. Konnte man die umstellen? Warte mal, kann ich die... Ah, das geht doch. So, das gefällt mir nämlich viel besser. So, mal gucken, kann man das so machen? Schon viel, viel besser. Das ist doch schon eher meine Steuerung. So. So, Mutter. So, hier haben wir ein paar Röhrchen, aber wie gesagt, nichts Interessantes. Ich habe halt mit ein paar Mechaniken rumgespielt, wie zum Beispiel die Kanonen. Die Gegner schießen, fand ich ganz lustig. Natürlich dürfen meine Hassfreunde hier nicht fehlen. Seht ihr? Ja, der hatte eben ein Cappy gehabt. Das hast du richtig gesehen, Kröti. Das hast du richtig gesehen. Natürlich ganz viele Münzen, wobei ich die Münzen eigentlich nur als Deko dastehen habe. Also nicht direkt unter die Kanone stellen, ist keine besonders gute Idee. Hatte ich hier eigentlich irgendwas drin versteckt? Das Schlimme ist, das ist ja noch das Peinliche, ich kenne meine eigenen Level nicht mehr. Dafür ist es zu lange her. Ich gehe jetzt einfach mal von aus, dass ich da drin nichts versteckt habe. Ihr seht, mit Gegnern habe ich damals auch nicht gegeizt. Ja, 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 du mich auch mit deiner Münze. Die Münzen kannst du Mama sammeln lassen. Ich mache es nicht. Soll Mutti doch selber sammeln gehen. Immerhin ist sie die Münzgeierin hier unter uns, nicht ich. Blooper, igitigitigit. Ja, und sowas bauen habe ich früher übrigens auch ganz gerne. Genau, Gegner gespamme. Wie gesagt, meine ersten Leveln waren auch nicht wirklich besser. Aber man wollte halt experimentieren, man wollte alles ausprobieren. Und das war eines meiner Experimente. Gegner-Spamming war hier bei mir am Anfang nämlich auch nicht gerade ohne. Einfach weil, ja, eben ist so. Und das Traurige ist, ich schaffe gerade meine eigenen Level nicht. Das ist irgendwo gerade peinlich. Das musst du mit Mutti abklären. Sie ist die Herrin der Münzen. Vergiss das bitte nicht, Bruderherz. Da musst du deine Mutti schon selber fragen. Geh mal weg. So. Das Peinliche ist, ich werde hier gerade von meinem eigenen Level verarscht. Ich hätte gern einen Helm. Danke. So. Dass man da übrigens daraus einen Helm machen konnte, wusste ich übrigens damals zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Aber ihr seht, experimentieren musste sein und das war scheiße.
Ja, ich weiß, Roman, aber man muss auch, wie gesagt, sagen, ich habe meine eigenen Level ewig nicht mehr gespielt. Und Mario Maker habe ich das letzte Mal angerührt. Da haben wir zusammen das Community-Level gebaut. Also erwartet jetzt hier keine Wunder-Mario-Skills. Nicht von mir. Nicht hier. Danke für den Helm. Riesengumbas finde ich. Ich muss sagen, ich mag große Gegner viel lieber als kleine. Zack, zack. Mit Blindjumps habe ich also auch schon gearbeitet, okay. Natürlich. Das Item, was wahrscheinlich so ziemlich jeder Zweite hier hasst. Notenblöcke. Na, erkennt ihr es wieder? Wer erkennt es wieder? Da hat das Alpha Yoshi mal den Anfang kopiert. Nur ein bisschen anders gestaltet. Allerdings, jetzt natürlich auch das One-Up hier. Allerdings ist nicht alles so. Nicht alles sieht so aus wie im Original. Können wir gerne mal machen. Ey, Vorsicht, Roman, Vorsicht. So, und ab hier ist wieder alles self-made, was man daran sieht, dass es hier Gegner-Spamming vom Feinsten gibt. Wie seid ihr Lieben, damals hat auch das Alpha-Yoshi ganz gerne damit rum gespielt. Scheiße. Ein kleiner Sternrun musste natürlich auch sein, aber das war scheiße. Zum Glück gibt es ja noch die Notenblöcke. Und daneben. Soviel zum Thema Skill. Peinlich, ich schaffe nicht mal mehr meine eigenen Level. Wie sollen das erst bei meinen schwereren werden? Erstmal her mit den Sternen. Whee! Oh Gott! Geh bloß weg. Nix wie weg. So, schnell den Buhu killen. So, alle Blümchen gibt's hier natürlich auch. Doch warum ist die Kröte hier? Natürlich will man doch hier am Anfang ein bisschen Leben abstauben, oder? Ich weiß, bisschen übertrieben, aber ich fand's lustig. Natürlich fand ich Laufbänder damals auch schon ganz toll. Das Ding ist es nur, hier ist ein kleiner Schönheitsfehler, der war eigentlich so nicht gedacht. Gecko, muss ich die erste Welt nochmal erwähnen? Erste Welt und zwei Game Over. So, natürlich das Rätselraten, das mochte ich schon damals ganz gerne. Natürlich ist es die letzte Röhre, ich hoffe es jedenfalls. Ja, ist er. Und da ist auch schon das Ziel. Wie gesagt, total langweiliges Level. Ich weiß bis heute noch nicht, warum ich das damals gebaut habe. Aber es sind halt meine ersten Versuche gewesen, ne? Ich habe nie behauptet, dass ich schon immer ein guter Baumeister war. Das kam erst mit der späteren Geschichte. So. Das nächste Level wiederum ist schon wieder eine andere Geschichte. Und hallo, Job. Willkommen, willkommen. Abriss-Kommando Giant Mario. Ihr erinnert euch vielleicht, diejenigen, die Mario Maker gekauft haben. Es gab ja diese wundervolle Mario-Amiibo-Figur. Und damit bekam man ja diesen speziellen Pilz, mit dem man Blöcke und Co. kaputt machen konnte. Und wie soll ich sagen, ich habe immer wieder mal so den Hang zur Zerstörung. Ihr kennt es, ihr kommt in einem Level nicht weiter und habt das Bedürfnis, das gesamte Level auseinanderzunehmen. Und genau so ein Level habe ich mir gebaut. Abriss-Kommando Giant Mario funktioniert nämlich nur, wenn ihr das Level zerstört. Also, wollen wir uns das mal anschauen? Natürlich wollen wir das. Dann wollen wir mal ein bisschen kaputt machen. Ja, wie gesagt, meine Riesengegner ganz zu Anfang mussten natürlich sein. So, wir sind jetzt Giant Mario. Und guckt euch das an. Blöcke kaputt machen bis zum Gehtnichtmehr. Allerdings solltet ihr mit Köpfchen zerstören. Ansonsten könnte es eventuell, ja, wie soll ich sagen, abwärts gehen. So, zack. Also schön mit Bedacht springen, ganz langsam. Der nächste Sprung würde mich nämlich umbringen. So, zack. Ja, mal gucken. Vielleicht zeige ich hinterher noch eure Level, wenn noch Zeit ist. Mal schauen. Aber erstmal machen wir natürlich die Level von mir. Und in diesem Modus sehen die Gegner plötzlich ganz anders aus. Da hält zum Beispiel mal eben ein Luigi den Kettenhund fest. Toll. Toll. Läuft ja schon super. Mal gucken, wie viele Tode wir heute zu sehen kriegen. Ich meine, spätestens bei der Musikschule wird das lustig. Ja, ich habe auch ziemlich lange dran gesessen, bis ich damit... Oh Gott. Okay, Houston, wir haben ein Problem. Das Alpha Yoshi kommt nicht mehr.
Scheiße! Okay. Können wir gleich nochmal neu starten. Heißhunger auf Shogun. Oh, da hätte ich jetzt auch Bock drauf. Da hätte ich jetzt auch Bock drauf. Also wie ihr seht, einfach willkürlich drauf losspringen ist keine besonders gute Idee. Also lieber sanft und langsam. Ich bin nicht so fett, ich habe nur schwere Knochen. So, erstmal hier mit Bedacht springen. Und dann hier alles zerstören. Die Wand habe ich wirklich nur hingebaut, weil ich einfach was kaputt machen wollte. Ich meine, wenn man schon die Gelegenheit hat, muss man das auch voll nutzen. Aber hier muss ich zugeben, hier habe ich das mit den Kettenhunden doch ein bisschen übertrieben. So, natürlich wieder eine Wand zum Zerstören. Allerdings solltet ihr sie nur ein bisschen kaputt machen. Hallo Dovahkiin, willkommen. So, und natürlich, um meine Zerstörungswut noch weiter ausleben zu dürfen, ging es hier unten natürlich weiter. Kleiner Funfact, ihr seht ja hier diese grünen Böden mit den Rissen. Die waren ursprünglich nicht eingebaut. Das hatte übrigens auch seinen Grund. Weil eigentlich sollte man sich hier... Houston, lass mich da hoch. Eigentlich sollte man nämlich überlegen, bevor man springt. Aber ich muss zugeben, das war ein bisschen übertrieben. Weil dieser Boden hier bricht nämlich nicht weg. Und für gewöhnlich, normalerweise waren dieselben Blöcke dort verbaut. Nur irgendwann habe ich selbst festgestellt, wie lange willst du daran sitzen, bis du da endlich mal hochkommst. Doschen, danke, danke, danke. Schön, dass du eingeschaltet hast, mein Freund. Der Doschen ist zum Beispiel einer, der kennt nämlich sämtliche Level von mir. Inklusive die Ursprungsversion, die Urfassungen, die tausenden Remakes davon. Ja, der Doschen hat sie alle gezockt. Könnt ihr übrigens auf seinen YouTube-Kanal übrigens gucken. Wenn ich dann denke, der Doschen, der ist ja auch schon seit Urzeiten dabei. Der war, glaube ich... Doschen, weißt du noch, bei welchem Let's Play du damals dazugekommen bist bei mir? War das auch Mario Maker oder war das später ein anderes? Von Clue weiß ich, der ist bei meinem zweiten Projekt dazugekommen. Also Mario World. Das weiß ich noch. So, weg da! Alles kaputt machen! Einfach, weil ich Spaß dran habe. Tja, im Übrigen, das war noch ein Grund, warum ich diesen Boden hier hingebaut habe. Ich habe mir nämlich die Blöcke hier hinten nämlich kaputt gemacht. Und dann kommt man durch die Scheißröhre hier nicht mehr. So, hier haben wir natürlich einen Checkpoint. Den Checkpoint habe ich natürlich erst nachträglich eingefügt, denn damals gab es ja noch keine Checkpoints. Aha, aha, aha. Ich muss mal kacken. Ja, reden wir nicht drüber. Aber wo ihr gerade alle hier so sitzt, einige von euch verfolgen ja meinen YouTube-Kanal ja schon seit einer ganzen Weile. Was war denn bisher so euer Lieblings-Let's Play bei mir? Habt ihr da einen Favoriten? Das war Mario Maker. Ja, stimmt. Ja, wir kennen uns ja durch die Mario Maker Facebook-Gruppe. Da sind wir ja... Obwohl, nee, stimmt gar nicht. Quatsch, durch Leo Plays. Genau, Mario zeigt Hüfte. So, und hier muss man natürlich... Oh Gott, mit Kopf zerspringen. Im Übrigen, ursprünglich sollte die Platte übrigens abstürzen. Nur wenn man dann die Blöcke nicht trifft, ist das ein bisschen doof. Weil man kommt dann nämlich nicht weiter. Man stürzt nämlich gnadenlos in den Tod. So, bei meiner Mutter war es Banjo-Kazooie. Gut, das überrascht mich jetzt nicht. I'm the sexy fucking princess, bitch, bitch, bitch. Ja, Lelo, weiß ich ja, das war ja Super Princess Peach. Das war ja ihr Lieblings-Let's Play. Ja gut, Kröti ist klar. Das Mario Bros. Mit Mutti. War auch ein geiles Let's Play. Hat auch irre Spaß gemacht mit ihr. Stimmt, genau, über Leo Plays und Mario Maker. Genau so war das. Genau, genau. Kannst mal sehen, Doschen, wir werden alt. Die Zeit ist gerannt. Die Zeit ist gerannt. So, Bowser eröffnet das Feuer, war übrigens auch eines meiner ersten Themenlevel, um es genau zu sagen. Und hallo Drago, willkommen mein Lieber.
Ja, und dieses Level habe ich damals für einen Wettbewerb gebaut, wo es um Luftschiffe ging. Und wir wissen ja, Bowser und seine Luftarmada. Ja. Dazu habe ich dann natürlich ein Themenlevel gebaut. Bei Aga war das 200-Abo-Special. Stimmt, genau, du bist ja zum All-Stars-Special dazugekommen. Ich bin noch nicht alt. Noch habe ich die 30 nicht überschritten. Noch sind es ein paar Monate hin. So, dann gucken wir uns doch mal mein erstes Luftschiff an. Natürlich muss Scrolling dabei sein. Wobei ich muss feststellen, ich hätte das Scrolling, glaube ich, ein bisschen niedriger schalten sollen. Ich war mir nämlich nicht mehr sicher, was für ein Scrolling in SMB3 benutzt wurde. Und da ja in SMB3 die Luftschiffe ja standardmäßig dabei waren, habe ich mir gedacht, machen wir doch mal ein NES-Klassiker daraus. Allerdings muss ich, glaube ich, zugeben, dass ich es ein bisschen mit den Kanonen übertrieben habe. Auch mit dem Bömmchen. Ja, ihr seht schon, meine Favoriten waren schon immer die Bomben. Aber wenn schon, muss es hier auch ordentlich knallen, ne? Warum ich das bis heute gemacht habe, weiß ich immer noch nicht. Oh Gott, das mit dem Gegner-Spamming habe ich also damals schon gut gekonnt. Okay, nix wie rein. Ich bin so langsam. Scheiße, das war mein Pilz. Hau ab. Warum habe ich so viel Mist da eigentlich reingebaut? Oh Gott, ich muss... Was hat mich bitte damals geritten, solche Level zu bauen? Jetzt mal ehrlich. Kein Wunder, dass meine Kollegen mich manchmal verfluchen. Jetzt, so langsam kann ich sie verstehen. Zumindest ein bisschen. Ey, Kröti, nicht so frech. Und moin, André. Und dich hat keiner gefragt. Du sei mal ruhig da hinten auf den billigen Plätzen. Denk dran, ich komme morgen nochmal zu dir, ne? Morgen Abend, mein Freund. Ne, dann gibt's Dresche. Rechts, links, Mario Party, ne? Haben wir geklärt. Ja, man konnte auch die Scrollgeschwindigkeit bestimmen. Deswegen ja, Mario Maker war einfach ein Traum damals. Nur das Ding ist, ich fand, es fehlten einfach zu viele Elemente noch und irgendwann wurde es auch einfach auf Dauer langweilig. Aber ich muss auch zugeben, ich habe das Spiel wirklich ein Jahr lang permanent gesuchtet. Ich habe nicht ohne Grund so viele Level, Leute. Ne? Dazu noch die ganzen Level meiner Kollegen gespielt und immer wieder auch mal mit Mechaniken rumgespielt. Ich habe, glaube ich, sogar noch ein, zwei Level sogar noch liegen, die ich immer noch nicht fertig gebaut habe. Glaube ich. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Und sterben. Da war ich abgelenkt, Davi. Danke fürs Haus, fürs Follow und willkommen im Yoshi-Rudel. So, jetzt muss ich jetzt nur mal gucken, dass ich mich mal hier so ein bisschen konzentriere. Ein bisschen Konzentration brauche ich hier nämlich auch. Hoi. Ob es deine Level noch gibt? Ja, ich denke mal schon. Meine existieren ja auch noch. Und ich habe Mario Maker das letzte Mal angerührt. Da habe ich, wie gesagt, dieses Community-Level gebaut, die Gruselgrotte. Das war ja das Neueste. Es war ja nie geplant, dass ich noch weitere Level baue. Weil ich, wie gesagt, die Lust an Mario Maker irgendwann auch einfach verloren hatte. Gerade als Community-Projekt habe ich es auch irgendwann rausgeworfen, weil die Leute sind dann wirklich nur gekommen, damit ich ihre Level spiele. Und ganz ehrlich, das war mir zu blöd. Sag ich ganz offen und ehrlich. Ich fand es dann immer nur schade, dass sie wirklich nur gekommen sind, ihr Level spielen lassen wollten von mir und dann waren sie weg. Und deswegen habe ich mir dann gesagt, ne, Mario Maker gibt es nicht mehr als Community, als Projekt mehr. Das schmeiß ich raus. Dazu noch der ganze Kaizo-Shit, da hatte ich keine Lust mehr drauf. Ich spiel's gern mal zwischendurch im Chill-Stream, wenn ich mal Bock hab, wieder was zu basteln. Aber das war's auch. So. Natürlich das klassische Ende kann ja auch mal anders gemacht werden. Und da ist das Ziel. André, Schnauze. Sei einfach ruhig auf den billigen Plätzen. Und nicht wundern, das ist mein bester Freund, den darf ich so ärgern. Der hat das verdient, der kann das ab. Die himmlisch heißkalte Hölle. Ich weiß bis heute noch nicht, wie ich auf diesen Namen gekommen bin. Ich weiß bis heute noch nicht. Es sollte irgendwo den Himmel und die Hölle darstellen, aber ja. Wenn ich mir das Level heute so angucke, frage ich mich bis heute noch, warum habe ich mir so einen komischen Levelnamen ausgesucht? Wenn es eigentlich gar nicht so wirklich damit zu tun hat. Aber egal, es sollte irgendwie passen. So. Ah, Duffy schreibt sogar im Chat. Ja, das freut mich doch umso mehr. Wie gesagt, willkommen. Willkommen zum dreijährigen Jubiläum von meinem YouTube-Kanal, wo wir gerade auch von YouTube-Kanal reden.
ein bisschen Schleichwerbung muss ja natürlich auch sein, ne? Ich meine, wenn ich schon Dreijähriges mache. Wie sagt ihr Lieben? Ich habe auch einen YouTube-Kanal, schaut vorbei, dort gibt's Let's Plays und auch diverse Livestream-Mitschnitte. Ich werde diesen Stream hinterher natürlich auch übertragen. Und natürlich Twitter, Facebook, je nachdem, was ihr bevorzugt, habe ich natürlich auch. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt die himmlische, heißkalte Hölle an. Und ja, Kröti, es ist der André. Natürlich SMP3, einer meiner Lieblingsstyles. Und der Damenschuh. Leute, ich fand diesen Schuh zum Schießen. Ich musste ihn einfach mal in irgendein Level einbauen. Und der klackert immer so geil, wenn man mit dem durch die Gegend läuft. Und man kann halt sagen, Mario hat den schönsten Schuh. André, hör auf zu lügen. Das glaube ich ja nicht mal mir selber. So, hier ist nämlich ein versteckter Block und dann geht's in den Himmel. Ja. Oder wenn man zu blöd ist zu springen, auch wieder abwärts. So, du kommst mal mit. Wie gesagt, einmal Blümchen pflücken. Der Garten Eden ist auch nicht mehr das, was er mal war. Hui! Notenblöcke finde ich einfach toll. Danke, danke. So, und nun sind wir in der heißkalten Hölle. Hier wird's rutschig. Und gemein. Ja, extra für Mutti natürlich wieder 1000 Münzen hingesetzt. Scheiße, ich sehe gerade, ich habe einen Fehler gemacht. Mutti, ich fürchte, Drago hatte das immer noch nicht verziehen. Ach, du hast doch keine Ahnung, Kröti. Du hast doch gar keine Ahnung. So, du kommst mal mit. Eigentlich hätte ich das vielleicht die Schuhhölle nennen sollen oder so ähnlich. Keine Ahnung. Ach, Mutti, sag das mal nicht. Ich glaube, es gab bei Tomodachi tatsächlich ein Katzenkostüm. Muss ich mal den Markus fragen, der kann mir das bestimmt beantworten. Wobei Drago eigentlich auch, weil Drago hat das Spiel ja auch. Weiß gar nicht, Drago, gab es auch ein Katzenkostüm? Ich glaube ja, ne? Na, Quatsch, Mutti, du doch nicht. Wie kommen wir denn alle nur drauf? Raus da, mein Schuh. Drake hat den schönsten Schuh. Hello, it's me. Verpiss dich. Scheiß Kettenköter. Ja? Böse Kanonen? Die schießen mit unschönen Zeug. Aber auch mit nützlichen Sachen. Das ist übrigens ein Schönheitsfehler. Die Feuerblume war übrigens nie geplant. Mutti, er wohnt zum Glück weit genug von uns weg. Und so oft kommt er nicht hierher. Also, keine Sorge. Der tut dir nichts. Zur Not sag ich meinen Drachenminion Bescheid, die zähmt den armen Drago dann. Wir können ihn ja umnennen in Elwuffel2805. Okay, nein, das ist gemein. So fies muss ich ja nun auch wieder nicht sein. What the hell? Warum bist du nicht gesprungen? Was soll das denn? Ist ja mal voll Pfeife, Mann. So eine Shit. Fuck. Oh my fucking Gott. Warum baue ich so einen Scheiß? Warum baue ich eigentlich so einen Scheiß? Jetzt mal ehrlich. Er ärgert mich aber auch immer, also darf ich das? Ich darf das einfach. Ich habe einen Darfschein für alle Kollegen. Man merkt wirklich, dass ich lange kein Mario Maker mehr gespielt habe. Peinlich. Döner, 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 Döner. Ja, es geht wieder los. Drake dönert hier wieder rum. Na, auf, verzieht euch. Weg da. So, wer hostet da? Justin Flow, auch dir. Danke fürs Hosting. Und willkommen zum Dreijährigen. 3 Jahre Drake's LP. Wie seid ihr Lieben? Wer meinen YouTube-Kanal noch nicht kennt und Lust hat, mal vorbeizuschauen, Ausrufezeichen YouTube. Und dann könnt ihr gerne dort mal vorbeischauen. Aktuelles Let's Play ist momentan
Buffy im Bann der Dämonen, Chaos Bleeds. Ein sehr cooles Spiel. Wer ein Fan der Serie Buffy im Bann der Dämonen war, der sollte sich das letzte Day nicht entgehen lassen. Gecko, wir sprechen uns nächstes Mal, wenn wir wieder Mario Bros. 3 spielen, mein Lieber, ne? Vergiss nicht, wer hat die bisherigen Level immer gemacht, weil du dauernd krepiert bist? Na? Mieze Katze? Ruhe auf den billigen Katzenklos. Geh weg. So, einmal Gemüse rupfen. Tja, wie gesagt, der Garten Eden war auch immer besser. So, jetzt aber. Komm her. Geht doch. Scheiße, so war das Ganze jetzt aber nicht. Mann, was ist denn das hier? Um es mit Doschtens Worten zu sagen, Eisscheiß! Ja, langsam verstehe ich, warum du kein Fan von Eis bist, Doschten. So langsam verstehe ich dich. Langsam kann ich den guten Doschten verstehen. Ja, genau. Wobei, mein Kollege Aki sagt immer, Lavabäder sind gut für die Haut. Das hat er mir im Mario Kart damals auch schon gesagt. Ich wollte ihm nur nicht so unbedingt glauben. Nein, du kriegst es nicht nochmal zu sehen, André. So, komm hier. Komm, put. So, her damit. Immer noch dran denken, hier ist Eis. So. Lev, it's me, verpiss dich. Ah, du. Als ob das jetzt passiert ist. Ich glaube, jetzt passt das doch mit dem Namen. Ich glaube, das passt doch so ein bisschen mit dem Namen. Ey, das ist eigentlich eins meiner einfacheren Level. Ich bin noch nicht mal bei den schwersten angekommen. Aber gut, ich habe es aber auch damals ein bisschen übertrieben. Doing, 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 Gummibären. Oder Gummi Mario. Hey, du kriegst doch schon hier deine Zugabe. Die kostet aber extra, Roman. Die kostet extra. Weg mit dir. Kusch dich. Und hinein ins Vergnügen. Ins eiskalte Vergnügen, wohl bemerkt. Zum Glück gibt es ja hier direkt einen Tanuki. Muss immer noch dran denken, das sind Eisblöcke. Und der scheiß Kettenköter ist doof. Oh Gott, ich werde gleich den nächsten Treffer. Achso, oder auch nicht. Scheiß Knabberblume, her mit dem Feuerblümchen. Wow, was war das denn gerade für eine Aktion? Na, tschüss. Weg! So, was? Man merkt, Rick wird auch... Vorsicht, Drago, Vorsicht! Du kommst auch noch dahin, mein Freund! Warum habe ich mir das eigentlich immer so schwer gemacht? Geht doch viel einfacher, wenn man von Block zu Block springt. Für diese Falle übrigens... hätte mich Mutti übrigens fast erschlagen. Den P-Switch auszulösen ist nämlich keine gute Idee. Und auch wenn es noch so verführerisch ist, lasst es. Da wir ja beim Checkpoint sind... passiert nämlich das. Das wirst du herausfinden müssen, Kröti. Wie gesagt, extra für Mama Yoshi, die mich heute noch für diese Fallen nämlich hasst. Einfach nur, damit sie mal ihrer Geldgier auch mal ausgetrieben kriegt, wobei ich das, glaube ich, nie schaffen werde. Ich meine, sie springt ja den Münzen auch hinterher. Wer das Mario Bros. 3 Let's Play mit meiner Mutter gesehen hat, weiß ja, wie gierig sie sein kann. Wieder ein Schönheitsfehler, die hat da eigentlich gar nichts verloren. So, Lückenspringen mag ich zwischendurch auch mal. Und Hammer Bros immer nur auf normalen Blöcken sind ja auch langweilig. So, Zeit für einen höllischen Sternrun. Ja, vorausgesetzt, man fällt natürlich nicht daneben, ne?
Findest du? Nein, mein Stern. Okay, ich geh Stern. Ach Mann, ist das peinlich, ey. Kann ja wohl nicht angehen. Eieiei. Ach komm, komm, komm. Ist jetzt nicht wahr. Was für ein Run. Ja, hallo, Clou. Hallo, mein Lieber. Wieso springst du denn nicht? Was soll das? Was soll das denn jetzt? Ja, ey, Mann. Ich blamier mich ja hier. Ich hasse Eis. Nein, nicht neu starten. Level nicht neu starten. Sonst kann ich alles wieder von vorne machen. Ey, Mann, ich muss wieder mal mehr Mario Maker spielen. Zu lange her. Hello, it's me. Jetzt zieh dich. Ich hab den P-Switch verpasst. So ein Scheiß. Also es wird nicht wirklich besser, es wird eher schlimmer. Du bleibst hier. Düna, 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 düna. Verzieh dich. So, genau, so wollte ich das mitnehmen. Nochmal auslösen, damit man hier nicht runterfällt. So, und jetzt nochmal ganz offiziell. Sonst ist er gleich wieder beleidigt. So, das hier am Ende ist doch ein bisschen gemein gewesen, was ich hier hingebaut habe. Warum ich den Bowser da hingesetzt habe als Teufel, weiß ich auch noch nicht so genau. Aber ich fand damals die Idee lustig. Heutzutage möchte ich mich selbst dafür schlagen. Ja, ja, ihr Lieben. Meine ersten Level waren doch herrlich. Wobei, Clues Level waren schlimmer. So, dieses Level hier... SMB3 und SMB11 Halloween Edition habe ich ebenfalls für einen Wettbewerb gebaut. Von Nintendo allerdings, naja, das Level war auch dementsprechend nicht so beliebt. Aber ich wollte halt einfach mal eine Grusel-Edition von diesem Level machen. Gesagt, getan. Und dieses Level werde ich euch jetzt natürlich zeigen. Was für ein Vergleich? Was haben der Goldblock und... Ja, das stimmt. Das stimmt, Drago. Ja, ihr Lieben. Und passend zu Halloween, haben wir ja in ein paar Tagen, gibt's hier natürlich ein paar spukige Geister. Okay, ein paar spukige Geister ist nett ausgedrückt. Du, 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 du. Tja, Pech gehabt. Der Tanuki befindet sich nämlich hier. Zisch ab. Schlag den Großen kaputt. Schlag den Kleinen kaputt. Nimm ein bisschen Anlauf. Und hoch hinaus. Tja, nur solltet ihr vielleicht da oben lieber nicht hingehen. Ihr wollt nicht wissen, was da oben noch alles so rumkeucht und fleucht. Spooky. Geht weg. Tja, und wieder einmal eine P-Switch-Falle. Tja, man kann es auch auslösen. Aber man sollte es vielleicht nicht unbedingt. Jetzt nochmal eine Pilz. So. Und nun geht's zum ersten Mario Bros. Level. Wobei ich muss hier sagen, hier habe ich es, glaube ich, ein bisschen übertrieben. Ich habe hier so viel Zeug eingebaut. In jedem Block ist was Böses versteckt. Aber trotzdem. Das Level-Design bleibt. Allerdings muss ich zugeben, dass ich es hier wirklich mit den Gegnern ein wenig übertrieben habe. Da ist ein Geist drin, da ist ein Geist drin, da ist auch noch einer. Zack. Zisch ab. Geh weg. Da war noch ein ganzer Kreis, da Kreis drinne. Ja, ich muss zugeben, manchmal habe ich mir auch schon mich gefragt, was hast du da eigentlich gebaut? Der begeht Suizid. Und zum Ende gibt's noch mal ein bisschen Geister. Ich meine, wer braucht schon Münzen, wenn es Geister gibt? Danke, danke, Gecko. Ich kann dir aber sagen, ich habe an diesem Level lange gesessen, weil ich habe tatsächlich nebenbei ein Video laufen lassen, wo ich den Levelaufbau sehen kann, dass ich es wirklich 1:1 nachbauen kann. Und natürlich, Happy Halloween. Ist ja bald wieder soweit, ne? Nur noch ein paar Tage, ihr Lieben. Dann wird's schaurig, gruselig. Tja, und als kleiner Schreck noch zum Abschied gibt's noch mal Laufband des Todes. Was? Warum kommt Mario aus den Röhren? Weil er den Weihnachtsmann... Was? Weil er... Was?
Weil er der Weihnachtsmann ist, den Bowser bezahlt. Ah, so, ja, siehst ihr, da lernt ihr sogar noch was von meinem kleinen Bruder. Seht ihr? Merkt euch Krötis Worte. Ja, wie gesagt, das war halt ein kleines Wettbewerbslevel, was ich mal gebaut habe. Einfach mal zum Spaß. Das Level Beschuss auf dem Luftschiff ist so easy peasy. Das habe ich einfach mal just for fun gebaut. Wie alt mein kleiner Bruder ist, frag ihn doch, er ist doch anwesend. Einfach mal fragen. Der beißt nicht. Ob er es verraten möchte? So. Ausnahmsweise mal ohne Scrolling. Hat ja auch mal was. Und ihr seht schon, Monty geht uns hier tierisch auf den Sack. Wir stehen hier unter Beschuss. Ich muss sogar sagen, das ist eines meiner einfachsten Level, weil ich hab's hier ein bisschen, glaube ich, mit den Pilzen übertrieben. Das war tatsächlich sogar eine Kritik von ein paar Leuten, dass ich wirklich zu viele Items eingebaut habe. Aber wir sagten auch, dass gute Level immer, schwer gebaut sein müssen. Wer sagte nicht, dass man es auch anfängerfreundlich bauen darf? No? Verbietet mir ja keiner. Es sind ja schließlich meine Level. So, ein Checkpoint. Du verpiss dich. Du gehst gleich hinterher. Nimm mich mit! Die Kanonenkugel solltet ihr übrigens treffen. Ja, genau. Stimmt. Alle meine Zuschauer finden Kröti nämlich süß. Denn Klein Kröti hat nämlich auch einen YouTube-Kanal. Ja. Und die Mädels fliegen auf ihn. Und Sunny, ich danke fürs Hosting. Und willkommen in meinem Stream. Willkommen zum Dreijährigen. Ja, ihr seht schon, hier wird's heiß und fettig. Hier gibt's gegrillten Alpha-Yoshi. Eieieiei. Nein, Tatsache ist, der Kleine hat 37 Abonnenten. Und dafür, dass er so wenig Videos macht, hat er die Mädels ganz schnell in seinen Bann gezogen. Das kannst du mir glauben. Auch meine Kollegen finden ihn total toll. Nur wegen Schule und Co. kann er leider nicht so oft zu mir kommen und die Videos bei mir aufnehmen, weil er muss ja auch Zeit dafür finden. Und dann ist ja auch noch die Lust ja auch noch dabei, ne? Man muss ja auch Lust dazu haben. Ihr kennt das ja sicher auch von mir. Es gibt ja auch Tage, da habe ich gar keinen Bock zu streamen oder keinen Bock, was aufzunehmen. Solche Tage hat man einfach. Du bist süß. Du bist total putzig. So, Zeit, das Level zu beenden. So. Das war Beschuss auf dem Luftschiff. So. Für die Nostalgie, für diejenigen, die gerne Nostalgie schwärmen, habe ich hier natürlich auch noch was. Allerdings in SMB3-Style. Was es sein soll, finden wir doch mal raus. Kröti, nicht, du brauchst mich nicht anschreien und Spamming mit Zeichen ist verboten. Die Röhre zur Vergangenheit, doch wohin sie uns führt, das werden wir gleich herausfinden. Mal gucken, ob ihr draufkommt, welches Level ich danach gebaut habe im Vergangenheitsteil. Erstmal befinden wir uns ja noch in der Gegenwart. Die Goomba-Armee ist angekommen. Die Knabberblümchen erfreuen sich hier bester Gesundheit. So sehr, dass sie sogar fliegen können. Warum will ich das Leben überhaupt mitnehmen? Brauche ich doch nicht. Erstmal sagt man in einem Stream erstmal Hallo zu dem Streamer und fragt nicht direkt nach sowas. Und nein, ich spiele Mario Maker heute nur wegen mein dreijähriges YouTube-Jubiläum und zeige euch meine Level. Also Einsendung gibt's bei mir nicht. Mario Maker ist bei mir schon lange aus dem Programm rausgenommen worden und bleibt auch aus dem Programm. Dum 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 dum. Los, zisch ab. Böser Hund, ganz ganz böser Hund. Warum kannst du nicht wie Roman sein? So, aufpassen, es wird heiß auf der Brücke. Feurige Action. Ein bisschen übertrieben, muss ich sogar sagen. So. Schüchen brauchen wir nicht mehr, obwohl, doch, nimm. Oh, hast du das? Moment, da muss ich jetzt mal ganz kurz mal in den Chat gucken. Oh, Entschuldigung, dann habe ich nichts gesagt, dann habe ich das noch nicht gesehen gehabt. Sorry, I'm so sorry. Na, wer erkennt das Level? Wer erkennt es?
Ja, Roman ist die böse olle Miezentatze. Natürlich auch an alles gedacht. Der Stern darf natürlich nicht fehlen. Hier ist natürlich das Feuerblümchen versteckt. Wieso sind da oben eigentlich keine weiteren Blöcke mehr? Ach ja, stimmt genau. Hier, stimmt genau. Irgendwann sind mir die Blöcke ausgegangen. Leider konnte ich den Bonusraum hier nicht einbauen. Ja, Mutti, ist gar nicht so einfach, auf so viele Leute einzugehen während des Zockens. Auch mir kann mal sowas passieren. Aber wie gesagt, fühl dich nicht beleidigt, alter Skill. Mit Skill noch gerade so gerettet. Genau, Super Mario Bros. Level 1-2. Ich konnte es halt nur nicht komplett original nachbauen, weil mir irgendwann die Teile ausgegangen sind. Und extra für Mama Yoshi gibt's dir nochmal Münzen. Münzen! Ja, mein schönes Schuhwerk, ich weiß. Gecko, du wirst direkt abgekratzt. Wir kennen das doch. Ja, andere geben den Löffel ab, ich gebe den Stiefel ab. So muss das sein. Xami spielt fette Beute an Bord, okay. Und kriegt sogar gleich einen Stern, nice. So. Dieses Level hat so ziemlich jeder gehasst, der es gespielt hat. Aber zu dem Level gibt es eine Geschichte. Und zwar habe ich einen ehemaligen besten Freund, der mich mit seinem Geisterlevel in den Wahnsinn getrieben hat. Und ich war ein wenig rachsüchtig. André, du weißt, welchen Freund ich meine. Und aus Rache habe ich ihm daraufhin ein Level gebaut. Und irgendwie fand ich die Mechanik 1, 2 oder 3 ganz, ganz lustig. Und warum? Werdet ihr gleich herausfinden. Dieses Level ist nämlich ein Troll-Level. Und warum Troll? Tja, finden wir es doch mal heraus. Ihr Lieben, ihr dürft bestimmt... Ups, okay, zu spät. Tja, der erste Weg ist ein Todesweg. Solltet ihr nicht benutzen. Wäre nicht so gut. Dieses Level schicke ich übrigens ganz besonders Kollegen ein, die ein bisschen frech zu mir waren. Nummer 2. Es ist übrigens das einzige Level dieser Art, was ich gebaut habe. Moment, gehen wir nochmal zurück. Das war, glaube ich, das Falsche, ne? Ich will euch natürlich die Wege alle einmal zeigen. So. Nummer 2. Die dritte Nummer. Eine Achterbahn. Ups. Vorausgesetzt, man ist natürlich nicht so blöd und fällt von der Achterbahn wieder runter, ne? Das sollte man natürlich beachten. Das sollte man natürlich dabei beachten. So eine Scheiße, das war so eigentlich nicht geplant. So, auf die Knochenbahn und Achterbahn gefahren. Yay, ein großer Spaß. Tja, man denkt, man kommt hier weiter. Schön den Gegnern ausweichen, nicht treffen lassen. Oh nein, Bossfight! Haha, verarscht. Da geht's auch in den Tod. Ja, ich weiß, das ist gemein. Aber mein Kollege, der hat mich so wahnsinnig gemacht, dass ich gesagt habe, Alter, jetzt reicht's, jetzt lass ich dich bluten. Und er hat tatsächlich jeden falschen Weg gefunden. Und ich meine jeden falschen Weg. Ich kenne die Wege natürlich. So, jumpen wir mal hier hoch. Lass mich da hoch. So. Es gibt Leute wie ich, die laufen mit der Renntaste und sitzen dann in der Falle. Und was ich meine damit? Dem Ziel so nah und doch so fern. Solche Spielchen spiele ich nämlich auch ganz gerne mal, wenn man mich zu sehr ärgert. Und wie gesagt, mein Kollege hat mich damals ein bisschen zu sehr geärgert. Und ihr wisst ja, Rache ist Blutwurst. So, also nicht diesen Weg gehen. Und wer denkt, dass das Spielchen damit schon vorbei ist? Falsch gedacht. Das Spielchen geht natürlich noch weiter. 1, 2 oder 3? Das ist hier die Frage. So, es gibt nämlich noch 3 Wege. Die zeige ich euch natürlich. Einmal den hier. Nix wie weg hier! Tja, da wurde aufgespießt. Ja, das mit den Clips habe ich noch nicht rausgekriegt, wie ich dafür sorgen kann, dass das nicht gebannt wird. Schmeiß ihn einfach bei mir auf den Discord rein. Da habe ich ja extra einen Bereich für.
Dann kann ich mir den Clip hinterher angucken. Gut, oder du fragst einen der Moderatoren, ob er den posten würde. Ich danke auf jeden Fall für den Clip. Ich gucke mir ja nach jedem Stream ja grundsätzlich wegen Clips rein. Weil einige Leute klippen sehr interessantes Zeug, wo ich mich frage, warum wird das geklippt? Tja. Hilfe, ich fall noch. Ah, okay. Ja, wie gesagt, stimmt, da wollte ich Drago mal nachfragen, ob das überhaupt machbar ist, wie er das bei sich macht. So. Wer jetzt aber denkt, dass meine Spielchen vorbei sind, irrt sich. Es geht natürlich noch weiter. Ganz getreu nach dem Motto, vertrau niemals ein angepisstes Alpha-Yoshi. Natürlich kann man einen Stern nehmen und dann wird hier erstmal gerannt. So, hier gibt's natürlich auch noch ein Türchen. Da ich jetzt keinen Bock habe, aber jedes Mal von vorne anzufangen, sage ich es euch. Durch diese Tür solltet ihr übrigens nicht gehen. Ist eine Falle. Was und Battlermeet, auch dir oder Battlermite oder wie auch immer. Herzlich willkommen im Yoshi-Rudel und danke fürs Follow. Diese Röhre hier übrigens ist auch ganz, ganz lustig. Ist nämlich auch eine Todesröhre. Obwohl, nee, stimmt gar nicht. Die bringt euch zum Anfang zurück, genau. Und wenn ihr sie euch zum Anfang zurückbringt, braucht ihr gar nicht erst versuchen, von vorne anzufangen. Hat keinen Sinn. Kommt eh nicht weiter. Das war auch eine gefährliche Tür, das weiß ich noch. Also durch die Tür solltet ihr hier übrigens auch nicht gehen. Ich glaube, das war die letzte Todestür, die ich einbauen konnte. Und ab hier ist das Todestrolling vorbei. Ab hier geht das Level ganz normal weiter. Aber wer denkt, dass ich hier nicht noch irgendwas Fieses eingebaut habe, irrt sich. Ich hoffe, ihr habt keine Angst vor Geister. Was da rein? Wir wollen dich sterben sehen. Ja, Mutti, du musst ja bedenken, ich muss das Level dann ja auch jedes Mal von vorne spielen. Ich will sie euch ja nur zeigen. Ich weiß ja, wie das Level aufgebaut ist, das ist es ja. Tja, die Pfeile hier sollen euch ein bisschen verarschen. Herzklopfen. Geister! Hallöchen. So, auf geht's zum Ausgang. Tja, blöd nur, dass das Alpha Yoshi da nochmal eine ganz böse Falle eingebaut hat. Eine Falle, die übrigens, ja, nicht so beliebt war. Mutti, willst du das Level mal spielen? Du mochtest das doch auch so gerne. Ja, ihr seht schon, das Mama Yoshi ist heute mal wieder äußerst gehässig zu ihrem Sohn. Wie gemein. Genau, Geister! Geister! Weißbrot. Gott, ich sollte aufhören, SpongeBob zu gucken. Die alten Folgen waren ja noch wenigstens lustig. Los, zisch ab. Geh weg. Tja, wie kommt man denn jetzt an Drakes böser kleinen Falle vorbei? Gute Frage, nächste Frage. Spinjumpen. Und dann erreicht man auch ganz lässig das Ziel. Ach, Mutti, du magst das Level. Du weißt es nur noch nicht. Ja, und das war meine kleine Racheaktion an meinen ehemaligen besten Freund. Ich glaube, der mag mich deswegen heute noch nicht. Der traut mir seitdem auch nicht mehr. Der weiß schon, warum. Im Übrigen trauen mir meine Kollegen seitdem übrigens auch nicht mehr. Musikschule Bowser, ihr Lieben. Das Level, was den meisten Leuten Albträume beschert hat. Notenblöcke sind nämlich etwas Tolles. Ersetze die Geister mit Münzen und vielleicht kann man drüber reden. Ja, das war so klar. Das ist so klar. Ja, ihr Lieben, auf jeden Fall, Notenblöcke sind was Tolles. Und Bowser ist sehr musikalisch. Ihr glaubt mir nicht? Ich zeig's euch. Es ist übrigens schon die, keine Ahnung wie vielte Re-Version davon, weil die Ursprungsversion war ein bisschen fieser. Und ihr seht, auch Bowser findet Notenblöcke total toll und Drake ist zu blöd zum Fliegen. Mutti, das ist doch die einfache Version davon. Weil die Besonderheit in diesem Level ist, hier gibt's noch Checkpoints und Hilfsmittel. Hinzu kommt, die Mario World Mechanik ist auch sehr viel einfacher. Und wenn man mit den Notenblöcken gut umgehen kann, kann man auch gut durchrushen. Was ich jetzt allerdings für euch machen werde, bei diesem Level,
Nur für euch. Weil ich das immer wieder gefragt werde. Das Level kann man doch gar nicht ohne schaffen. Oh. Nicht gesehen, dass der Fette da oben immer noch ist. Viele Leute waren nämlich der Meinung, dass man das Level nicht abschließen kann, wenn man keine Feder mehr hat. Ich werde euch zeigen, dass das sehr wohl geht. Dass man einfach nur das Jumping der Noten nutzen muss. Und man wissen muss, wie man springt. Ups. Wow. So, ich sammle jetzt auch extra keine Note, kein weiteres Blatt ein, außer ich kriege einen Treffer. Dann sammle ich das. Wow, 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 verpiss dich! Ja, das war eine ungewollte Mechanik. Und tschüss. Hallöchen, Tom. Ich weiß gar nicht, was ihr alle gegen Notenblöcke habt. Notenblöcke sind sowas von geil. Ich versteh's nicht, was ihr alle gegen die habt. Ich meine, sogar Roman kriegt das hin. Sogar der Roman. Und Notenblöcke sind toll. Ihr habt einfach keine Ahnung, was gut ist. So, schnell, bevor der mir gleich hinterher jumpt. Hui! Wie gesagt, die fiesen Fallen bleiben natürlich. Kann mich mal irgendjemand treffen? Ja, genau, du da oben. Du bist gut. So. Da, gut, da muss ich zugeben, die Stelle ist doch ein bisschen übertrieben von mir. Aber... Oh, Checkpoint! Gib mir den Checkpoint. Nichts wie weg. Ja, die Trampoline aus Splatoon 2 sind wirklich scheiße. Da stimme ich zu. Da ist die Mechanik ja echt mal sowas von miese. So, man kann sich natürlich hier unten durchschummeln. Das war zwar so nie geplant, aber es ist machbar. Hallo. Verzieh dich. Runter. Bowser Jr. spielt natürlich auch noch mal mit. Doing. 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 Bisschen Geduld. Einfach den Schwung nutzen. Kommt alles aus der Hüfte. So. Ich musste übrigens die anderen Versionen der Musikschule nämlich hinterher umbauen, weil es wegen dem Scrolling nicht möglich war, hier weiterzukommen. Was ein bisschen blöd war. So, halt doch mal still. So. Jetzt ganz sanft. Na, ich werde es auch noch mögen, sobald ich weiß, wie ich die Dinger nehmen muss. Das ist halt noch so eine Sache. Das muss ich noch rauskriegen. Hat auch ein bisschen gedauert, bis ich mit den Notenblöcken klarkam. Aber ich mochte die Dinger schon von Anfang an. Geh weg. Ursprünglich war hier übrigens noch ein Block mehr, der euch direkt in die Lava geschubst hat, wenn ihr nicht aufpasst. Doing, doing, doing. So. Du, du, du. Wow. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass ich da so viele Hotheads hingesetzt habe, weil ich hasse Hotheads für gewöhnlich. So, holt ihr euch noch den Helm. Na, Süßer? Alles klar? Mach einen Abgang. Dicke Kröte, du. Doing. So. Oh mein Gott! Wie hat der Drake das gemacht? Ohne seinen Flügel. Aber so viel zum Thema, man kann das Level nicht schaffen. Man kann schon, man muss nur mit den Notenblöcken umgehen können. Ein kleiner Mancha-Run noch zum Abschied. Und dann ist man schon am Ziel. Du, 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 du. Notenblöcke sind toll, da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Ich danke dir, Locke. Danke, 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 danke. Schade, dass du schon wieder gehen musst. Schade, schade. Aber ist halt so, ne? So, und das war die gefürchtete Musikschule Bowser. Und ihr wollt nicht wissen, wie viele Leute mich seitdem hassen und seitdem ein Trauma von Notenblöcken haben. Dabei verstehe ich das gar nicht. So schwer ist das Level auch wieder nicht. Das nächste Level, ihr Lieben, ist für mich als Yoshi-Fan gebaut. Nicht ohne meinen besten Freund, denn die meisten opfern nämlich den armen kleinen Kerl. Springen runter von ihm, lassen ihn in den Abgrund fallen. Hier ist jedoch das Problem, ihr dürft Yoshi nicht verlieren. Sonst könnt ihr das Level nicht beenden. Also, los geht's! Nicht ohne meinen besten Freund. Ein paar meiner Kollegen dürften dieses Level noch kennen. Zumindest diejenigen, die aktiv Mario Maker gespielt haben.
Hier drin ist nämlich euer Yoshi und den dürft ihr nicht verlieren. Ihr bekommt genau einen weiteren Yoshi und das nur am Checkpoint. Für alle Fälle, falls ihr nämlich draufgehen solltet, dass ihr nicht das gesamte Level neu machen müsst. Okay, das war doof. Da habe ich zu lange getrödelt. So, dann wollen wir mal. Njam. Die Items solltet ihr übrigens... Okay, immer mitnehmen. Und tschüss. Tom, ich danke dir fürs Hosting. Danke, danke, danke. Zeig den Leuten die Stärke des Yoshi-Rudels. Danke, 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 danke. So, njam. Alles meins. Schön essen. Njam. Yoshi muss ja noch groß und stark werden. Njam, njam. So, nutzt Yoshi. Und stürzt ab. Scheiße. Denn Yoshi kann nämlich auf gewisse Gegner rumspringen, auf die Mario zum Beispiel nicht rumlaufen kann. Zum Beispiel auf die Manchas. Allein deswegen schon wird Yoshi gebraucht. Und ihr werdet ihn das gesamte Level über brauchen. Nein. Deswegen heißt das Level auch nicht ohne meinen besten Freund. Zack, 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 zack und rüber hier. Bevor die bösen Knabberblümchen kommen. Zack, zack. Ich weiß, sehr einfallslos. Aber es macht Spaß. Doing, doing, doing. Oh nein, böse Kreissäge. Nein, und tschüss. Kreissägen haben das Problem, die stoßen euch immer so blöd zur Seite weg. Ganz blöd sogar. Mein Gott, man merkt, ich habe ewig keinen Mario Maker mehr gezockt. Ehrlich, das merkt man eindeutig bei mir. Ey. Blödes Knabberblümchen, komm raus da. Njam. 1, 2, 3, 4. Ich nehme vorsichtshalber immer alle mit. Da kommen nämlich gleich massig Knabberblümchen raus, die an euch rumknabbern wollen. Boah, alter Schwede. Ich hab ganz vergessen, wie fies das Level zum Teil ist. So. Schön über die Kreissägen wegspringen. Und tschüss. Seht ihr? Ohne Yoshi geht's hier nicht weiter. Das war mein kleiner Vorführeffekt für euch. Und es geht das ganze Level über so. Es gibt immer wieder mal Böden und Co., die ihr hier nicht benutzen, die ihr ohne Yoshi nicht durchqueren könnt. Oh, hör bloß auf, du willst gar nicht wissen, wie oft ich das wirklich testen musste. Ich musste ja wirklich sicher gehen, dass es nicht anders ging. War gar nicht so einfach, das wirklich herauszufinden, weil ich musste wirklich dafür sorgen, dass man nicht schummeln konnte oder sonst irgendwas. Ich meine, es wird wahrscheinlich bestimmt jemanden geben, der hier noch eine Lücke oder so entdeckt. 100 Pro. Gerade die Kaizo-Spieler könnte ich mir vorstellen. Na, aber eigentlich meine ich an... alles gedacht zu haben. Okay, das war jetzt so nicht geplant. Bäh, schmeckt's nicht. Doing, doing, doing. Alter, ich lebe aber auch wieder gefährlich hier. Dum, dum, dum. Dum, 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 dum. Warum ich eigentlich diese eine Kurve da oben reingebaut habe, weiß ich bis heute noch nicht. So. Warum habe ich da überhaupt Items eingebaut? Ja, ihr Lieben, wenn ihr nämlich Yoshi verliert, habt ihr nämlich noch eventuell die Chance, Yoshi einzufangen. Und dafür solltet ihr natürlich auch was aushalten können. Wäre nämlich blöd, wenn ihr zum Beispiel... Blöd. Das war blöd. Ja, das stimmt allerdings, Gecko. Das stimmt allerdings. Aber wie gesagt, ich habe auch nie behauptet, dass das Level einfach ist. Das gehört auch schon zu meinen etwas schwereren Leveln. Weil, wie gesagt, die Mechanik ist, behalte Yoshi um jeden Preis und vermeide unnötige Treffer. So wie das hier zum Beispiel. Das war jetzt gerade sehr unnötig. Komm her. Nein! Wenigstens sterbe ich mit.
Ja, mit etwas Glück schaffe ich das sogar heute noch. Aber ich kenne Leute, die haben das Level bis heute noch nicht geschafft, weil sie die Geduld dafür nicht haben. Njam, njam. Ich sollte einfach mal weniger auf den Chat mitgucken, dann kriege ich das auch hin. Volle Konzentration, ne? Und dann geht auch alles. Nur ihr kennt das ja, das Thema Geduld. Geduld ist nicht wirklich meine Stärke. Übrigens, diese Eigenschaft ist auch im Real Life so. Ich habe einfach keine Geduld. Wenn, will ich etwas sofort. Dum, dum, dum. Und ja, oh mein Gott, Mutti, ich habe 2 Münzen stehen lassen. Ich schäme mich. Nämlich kein bisschen dafür. Ja, damit. Das Problem ist es aber auch, ich habe auch die Hitboxen teilweise falsch beachtet. So. Puh. Ein richtiger Streamer schafft das. Nein. So. Ihr seht, wir hatten gerade den Fall, Yoshi ist verloren gegangen. Blam. Njam. So. Nutzt Yoshi Skill, um hochzukommen. Tja, jetzt ist nur die Frage, welcher Schalter ist es denn? Dich nehmen wir mal mit, weil dich werden wir gleich brauchen. Scheiß auf die Münzen. So, guck mal. Oh, Münzen. Siehst du? Das kommt davon, wenn ich deine scheiß Münzen einsammeln soll. Ich sag es ja, Münzen sammeln ist tödlich. Aber ein paar kann man ja mitnehmen. So. Ja, da kriegt Mutti große Ohren. Nein! Nein, Yoshi! Als ob du das besser könntest, Mutti. Als ob du das besser könntest. So viele klingende Münzen. Boah, spring nicht so hoch. Wieso wurde Kröti denn jetzt schon wieder... er hat schon wieder groß geschrieben. Kröti, nicht groß schreiben. Das mag mein Bot nicht. Hui. So. Willkommen in der Hölle. Hier gibt's gegrillte Yoshis, geschnetzelte Yoshis. Ganz genau, hier wird nicht rumgeschrien. In meinem Stream geht's ordentlich zu. So, du kommst auch nochmal mit. Wie gesagt, Geduldspielchen gibt's hier natürlich auch. Ecke hier habe ich ein bisschen blöd designt. So, ihr Lieben, und jetzt ist das Problem. Um hier rüber zu kommen, müsst ihr die Koopas nutzen. 1. Ah, shit! Das ging daneben. Ja, Kröte, hier wird sich benommen bei mir im Stream. Und wenn du hier frech wirst, so schnell, wie du hier ein Timeout kriegen kannst, kannst du gar nicht mal gucken. Dann sperre ich dich für meinen Chat und meinen Stream. Also sei lieb, Bruderherz. Ja, das war gut, ne? Voll total gut. Man merkt's. Gecko Skill hat auf mich abgefärbt. Der nicht vorhandene Skill wohl bemerkt. Hui! Und wir fliegen nochmal da hoch. Dum, da, dum, da, dum, da, dum. Und wieder einmal spielen wir eine Runde das Geduldspiel. Wenigstens kriegt Yoshi hier noch was Vernünftiges zu essen. Njam. Njam. Nein! Yoshi! Komm zurück, du Sauhund! Scheiße! Ah, so ein Scheiß. Das war jetzt nicht geplant. Moin, Rodebert, und moin auch an alle anderen, die noch dazugekommen. Okay, Houston, wir haben ein klitzekleines Problemchen. Ich hab Yoshi vergessen. Ups. Ich mach jetzt einen auf Mutter Yoshi. Oh doch, Gecko, du bist sehr viel schlechter. Sehr viel schlechter. Danke für die Motivation. Danke, 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 danke. Warum habe ich eigentlich nur einen Block dahin gebaut? Ach ja, richtig, weil ich damals so ein wenig meine sadistische Ader ausgelassen habe. Wie soll denn das erst bei meinen anderen Leveln noch werden? Bäh, schmeckt's nicht.
und I believe I can fly. Wenn ich nur mal ein bisschen Geduld hätte und nicht andauernd hier irgendwelche Spielereien machen würde, würde ich auch besser durchs Level kommen. Njam, njam, njam. Heiß und fettig. So, vorsichtig hier runter. Zack. So, jetzt klappt's aber. So, dieser hübsche Buhu hier möchte uns nach oben bringen. Und wie gesagt, nur mit Yoshi geht es hier weiter. So, Bock auf eine Runde Surfen? So, hier ist natürlich Timing gefragt. Und sagen, schießt du heute noch? Komm, gib mir den Panzer. Yay, da ist er auch schon. Doing, doing. Ich habe heute ein Tagesmotto. Friendship is magic, but magic is... Okay. So. Nein, Yoshi! Bleib bloß hier. Ziel der Challenge ist es übrigens wirklich, mit Yoshi am Ende ins Ziel zu kommen. Was gar nicht so einfach hier ist. Ihr seht ja, die Stacheln können auch ein bisschen bös enden. So. Nicht zu nah an den Stacheln. Vorsichtig hier runterschweben. Und Ziel. Ja, das. Haha, sehr witzig, Sunny. Wirklich witzig. Zum Totlachen. Wirklich zum Totlachen. Ja, ihr Lieben, also wie gesagt, ohne Yoshi geht hier gar nichts. Dieses Level hier übrigens ist tatsächlich mein zweites Level, was ich bisher gebaut habe. Das Original habt ihr, das erste Level habt ihr ja schon kennengelernt. Dieses Level ist einfach nur eine Sternjagd mit massig Gegner-Spamming, einfach weil ich Sternjagden liebe. Jeder, der mich kennt, weiß, ich bin total süchtig nach Sternjagd-Level. Und ich habe das Level damals überarbeitet gehabt, um die Pfeile hinzusetzen. Und ich würde sagen, lasst uns doch mal ein paar Gegner killen. Ein paar, wohl bemerkt. Ein paar. Natürlich gibt's hier gleich zu Anfang ein bisschen Stress, verpiss dich. So, holt euch die Sterne und bahnt euch den Weg durchs Labyrinth. Und tötet alles, was bei drei nicht aus dem Weg ist. Aber Vorsicht, Swamps kommen auch noch zu euch. Okay, ich glaube, hier hole ich mir über den Stern. Ach, ich vergesse immer wieder, dass ich diesen Sprung ja auch noch habe. So, zack, zack, her mit den Sternen. Natürlich müsst ihr dazu wissen, wo ihr langlaufen müsst. Zack, zack. Was manchmal übrigens gar nicht so einfach ist. Her mit den Sternen, gib mir den Stern. So, zack, verpiss dich. So, einmal groß werden und den nächsten Stern geschnappt. Im Übrigen, hier runter zu gehen, solltet ihr nicht. Das ist eine Falle, da kommt ihr eh nicht wieder hoch. Und her damit. So, hier kommt nämlich der schwierige Teil. Nicht verarschen lassen. Ach, sei still, Clou. Sei still. Und sagen, knapp daneben ist auch vorbei. Das ist gerade wortwörtlich. Gibst du mir den Stern? Schön. So, hier entlang und fertig. Wie gesagt, kein besonderes Level, aber einfach, weil ich Bock auf Sternjagden hatte, war es einfach toll. Nächstes Mal ein bisschen schneller. Ja, 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 du mich auch. Doch, Mario ist ein Killer. Mario sowieso. Mario ist ganz, ganz übel, was das betrifft. Ja, tanzt den Spin-Jump-Style. Ihr Lieben, ihr wisst ja, der Gangnam-Style, der war ja groß angesagt. Und ich weiß bis heute noch nicht, wie ich auf diese Schwachsinnsidee gekommen bin. Aber der Spin-Jump, der war lustig. Und mit dem Spin-Jump müsst ihr euch durch das Level spinnen. Und deswegen
alle tanzen jetzt den Spin-Jump-Style. Gangnam-Style war nämlich gestern. Natürlich, holt euch den Pilz und los wird gespinnt hier. Spinnt euch durch die Welt. Wie gesagt, Gangnam-Style war gestern. Scheiße, jetzt gibt's noch den Spin-Jump-Style. Der neue Tanz aus dem Pilzkönigreich. Allerdings braucht Mario, glaube ich, am Ende eine Kotztüte. Und schön von Knabberblümchen zu Knabberblümchen. Ja, ich weiß, der Name ist irgendwie, ja, ein bisschen komisch. Ich weiß. Es war übrigens auch mein erster Versuch, mal mit der Spin-Jump-Funktion mal ein bisschen rumzuspielen. Nachdem ich gesehen habe, dass es auch solche Level gibt. War halt mal was anderes. Ich wollte halt auch einfach mal was anderes ausprobieren. Einfach aus Prinzip Wiggler sauer machen. Der mit meinem Pilz. So, natürlich runterspinnen. Auf den Aufzug warten. Und dann spinnen. Und schön rüberspinnen. Und nochmal. Dum, 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 dum. So. You spin my head. Und wir drehen uns. Wie gesagt, ich glaube, Mario muss am Ende ein bisschen kotzen, habe ich das Gefühl. So, haltet euch am besten ein bisschen rechts und dann ist alles in Ordnung. Aber eins ist sicher, der kotzt gleich. So, zack. Und wieder von Knabberblümchen zu Knabberblümchen-Spin. Schön da hoch. Checkpoint mitnehmen. Zack, zack. Ihr solltet es allerdings nicht zu eilig haben. Sonst könntet ihr eventuell auf unangenehme Gesellschaft treffen. Oder wie ich, einfach mal daneben springen. Du kotzt schon beim Zugucken? Ja, dann ist ja gut. Dann habe ich es ja richtig gemacht, Demon. Wie gesagt, gehörte halt auch mit zu meinen ersten Leveln. Meine späteren Level sind dann halt erst richtig durchdacht worden. Hier war es einfach, ich will ein bisschen mit den Mechaniken spielen. Allerdings, warum ich dann eine feuerspuckende Pflanze hingepackt habe, weiß ich bis heute noch nicht. So, da hoch. Und wieder daneben springen. Du, Gecko, wie gesagt, ich habe ja viele Level gehabt. Die meisten meiner Level habe ich sogar schon remastered. Deswegen sind sie auch weiter oben im Ranking. Weil einige meiner Level habe ich komplett gelöscht und nochmal komplett neu gebaut. Meine Fresse! Wie gesagt, meine ersten Level-Designs sahen echt scheiße aus. Das gebe ich ja wirklich zu. Aber wie gesagt, ich wollte halt auch die eine oder andere Mechanik einfach mal ausprobiert haben. Warum baue ich eigentlich so eine Einblock-Scheiße ein? Jetzt mal ehrlich. So, hier unten gibt's. Also so knapp daneben zu springen, das kriegt auch nicht jeder hin. Schön durchspinnen, you spin my head. Das war kein Spinning, das war... Gottes Willen, schmeiß den Panzer bloß woanders hin. Na, hoch da. Och, Mario. Ey, bin ich jetzt zu blöd, die einfachsten Mario Maker Skills wieder hinzukriegen? So, und wie immer, wie gesagt, hier wird gespinnt, was das Zeug hält. Und jetzt braucht Mario eine Kotztüte. Du drehst dir gleich durch, ja. Sei froh, ich bin schon durchgedreht, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, ja, manchmal frage ich mich selber, was ich so für interessante Ideen habe.
auch eines seiner ersten Castle-Versuche. Mario vs. Bowser, es wird heiß. Genau, Fidget Spinner. Fidget Spinner Mario. Ja, ihr Lieben. Mein erstes Bowser's Castle mit Bossfight, allem drum und dran. Meine ersten Versuche mal damit. Genau, Spinner, genau. Spinner. I think I spider. I think I spin. Wie gesagt, mein erstes Castle, was ich mal versucht habe zu bauen, was auch ein bisschen länger gehen sollte. Und sowohl einen Zwischenboss als auch einen richtigen Boss natürlich hat. Bam, 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 bam. Aber leider hatte ich ja natürlich mal wieder nicht so viele Röhren zur Verfügung, wie ich eigentlich haben wollte. War ja wieder klar. Beyblade, okay, ja, das kann auch sein. Oh Gott. Ja, die Wände, die können tückisch sein. So, zack. Nein, das war zu niedrig. Zu niedrig. Lasst euch hier runterfallen. Und wenn ihr glaubt, dass die Freunde hier verschwinden, könnt ihr vergessen. Let it rip. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Ah, du dreckiger Hothead. Weg mit dir. Ach, Hothead, warum? Natürlich gibt es die auch nochmal in groß. Warum ich mich immer noch frage, warum habe ich dich eigentlich an dieser Stelle hingesetzt? Ich habe jetzt nicht sonst schon irgendwelche Sorgen hier. Ich mag Hotheads nicht. Hotheads sind doof. Aber wie gesagt, war halt mein erster Versuch eines Castles. Und ihr seht ja schon, der eine kommt mir sogar noch hinterher. Alte Sau, geh weg. Nix wie rüber. Und hier ist wieder das Spielchen. Sei doch mal ein bisschen geduldig. Wer hier keine Geduld hat, kann es auch einfach so machen. Hier gibt es ja notfalls neue. Ja, ihr Lieben, Eisblöcke in Lava, auch mal eine ganz andere Sache. Fand ich eigentlich mal ganz genial. Und wieder einmal, Walljump zwischen den Sägeblättern. Natürlich gibt es hier jede Menge fiese Fallen, wie es sich für einen Bowser's Castle natürlich auch eigentlich gehört. Auch wenn ich es, glaube ich, hier ein bisschen wieder übertrieben habe, was mir eigentlich öfters mal passiert ist am Anfang. Und da kommt er, die kleine Kröte. Weg mit dir! Mehr, mach einen Abgang. Und in deine Kutsche. So, dann fliegt ihr hier ganz gemütlich hoch. Dom, 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 dom. Scheiß auf die Viecher. Einmal hier runter. Und nun gibt's was Schönes für die Augen zu sehen. Das war eine Sache, da habe ich wirklich lange dran gesessen, bis das überhaupt einigermaßen klappen wollte. Hier gibt's nämlich jetzt einen Skate-Part. Allerdings muss ich das Ding natürlich treffen. Na, komm. Allerdings ist mein Timing nicht gerade das Beste, wie ihr sehen könnt. So, genießt die Show. Ihr wollt nicht wissen, wie lange ich daran gesessen habe, bis das so funktioniert hat, wie ich das wollte. Hotheads sind total scheiße. Drecksviecher. So, natürlich gibt es hier einen Riesen-Bowser. Hat dich irgendjemand um deine Meinung gefragt, Dickerchen? Man kann sich natürlich hier durchcheaten. Okay, ich bin weg. Lass mich in Ruhe. Fahr zur Hölle. Tja, Kröti, da musst du ins Bett. Aber vielleicht kannst du ja am Sonntag nochmal zuschauen. Da gibt es nämlich Zelda. Und nun, Abmarsch ins Bett mit dir, Bruderherz. Schlaf gut, Bruderchen, Brüderchen. So, dieses Level ist super schwer. Also, das schafft wirklich keiner. Mein erstes Automatik-Level. Ihr wollt nicht wissen, wie lange ich an diesem Level gesessen habe, um das zu bauen. Bis die Mechanik auch nur ansatzweise funktionierte. Weil ihr müsst wirklich jedes Bauteil einzusetzen und jeden Scheiß direkt testen. Sprich, ein Block hingesetzt, wieder testen. Ein Block hingesetzt, wieder testen. Hat mich viele Stunden gekostet. Aber ich finde, für meinen ersten Versuch kann sich das Level eigentlich sehen lassen. The Wind Waker.
Zelda The Wind Waker ist ein aktuelles Live-Projekt bei mir. So, und ihr braucht nichts machen. Ihr dürft auch nichts machen, sonst zerstört ihr die Mechanik damit. Der Rest passiert einfach automatisch. Und da wir jetzt gerade hier die perfekte Gelegenheit haben, die gute Sunny hat den Link nochmal gepostet. Ich habe natürlich auch einen YouTube-Kanal und wenn ihr nichts verpassen wollt und auch mal Let's Plays sehen wollt, schaut ruhig mal vorbei. Natürlich habe ich auch Twitter und Facebook. Schaut vorbei, lasst einen Follow da und verpasst keine Stream-Ankündigung oder sonst irgendwas. Ja, ihr Lieben, und YouTube mache ich ja heute genau auf den Tag genau 3 Jahre lang mittlerweile. Was auch der Grund ist für dieses Level, für diesen Stream. Einfach mal zu meinem 3-jährigen Jubiläum. Einfach mal einen kleinen Mario Maker Stream mit meinen Leveln drin. Fand ich, ist eigentlich eine schöne, spontane Idee. Einfach mal, weil ich auch meine Level mal wieder spielen möchte nach so langer Zeit. Ja, das ist mein erster Versuch eines Automatik-Levels. Wie gesagt, ich habe ewig dran gesessen. Dementsprechend scheiße ist auch der Aufbau. Aber es hat mir großen Spaß gemacht, diese Mechanik auszuprobieren. Aber ich darf euch sagen, noch ein zweites davon würde ich nicht bauen wollen. Weil bis... Ihr wollt wirklich nicht wissen, wie scheiße es war, die ganze Kacke hier zu testen, bis das endlich funktioniert hat. Natürlich noch mal ein paar Münzen. Wobei ich das Ende eigentlich ziemlich geil finde. Wer braucht schon... Wer will schon Leben kriegen durch Münzen? Mach die Goomba-Brigade platt! Und weg sind sie. Wie gesagt, ihr wollt nicht wissen, wie viele Stunden ich daran gesessen habe, bis die Mechanik auch nur ansatzweise funktioniert hat, wie ich es wollte. Okay. Na gut, ich habe Little Big Planet nie gespielt, daher kann ich mir da kein Urteil zu bilden. Aber wie gesagt, das war der erste Versuch eines Automatik-Levels bei mir. Feuer und Flamme für Bowser zum Beispiel war schon etwas kniffliger. Da hatte ich nämlich gerade das The Lost Levels Let's Play damals beendet. Beziehungsweise ist auch privat mal wieder durchgezockt. Und ich hatte einfach mal Bock, wie ein Castle versuchen zu bauen, welches im Stil von The Lost Levels gebaut ist. Natürlich auch mit eigenen Sachen drin. Und genau das ist es geworden. Feuer und Flamme für Bowser. Im wahrsten Sinne des Wortes, ihr Lieben. Im wahrsten Sinne des Wortes. Haut erstmal den Kamek kaputt und ihr seht schon, hier wird's feurig heiß. Hier wird's heiß und fettig, im wahrsten Sinne des Wortes. Oh Gott, ich werde gleich gegrillt. Ich werde gleich geröstet. Gut, ein paar Schildkröten weniger hätten uns auch getan, denke ich mir letztendlich. Aber ihr seht schon, es fängt schon richtig gemein an hier. Nutzt übrigens die Knochen trocken. Die Plattform stürzen nämlich dann nicht ab, wenn ihr die benutzt als Sprungplattform. Aber ansonsten wird's abwärts gehen. Nein! Ich wusste doch, da gab's eine Falle. Ich muss sagen, ich fand die Dingsen-Level, die Automatik-Level irgendwann total langweilig. Einfach weil es sie alle Nase lang gab. Nein! Das hat nichts mit Schummelmumien zu tun. Dafür sind sie ja da. Das soll man ja nutzen. Man soll seine Gegner hier in dem Moment auch benutzen. Man muss ja nur das Level für sich nutzen können. Wieso verpasse ich eigentlich jedes Mal diesen Pilz? Das ist wie beim Original, da passiert mir das nämlich auch dauernd. Zack, zack. Da seht ihr auch schon, da habe ich auch ein bisschen mehr mit den Hintergründen versucht zu arbeiten. Was übrigens auch keine leichte Aufgabe war. Oh my fucking goodness! Oh, meine Fresse. Wenn man jetzt so oft wieder die Originalspiele gespielt hat und man diese Mechaniken nicht mehr gewöhnt ist, dass man zum Beispiel abgefedert wird beim Gegner, ist das Ganze schon ein bisschen miese. So. Ich bin so klug, so KLUK, nämlich ich nehme erst den Checkpoint mit und dann das Feuerblümchen. Und ich muss sagen, dieses Level finde ich persönlich auch sehr gelungen. Das einzig Ärgerliche an dem Level ist tatsächlich das Ende, weil ich keinen Einfluss auf Bowsers Flammen habe. Also wie sie kommen und in welchen Intervallen. Weil der Bowser, der übertreibt es hier gerade so ein bisschen. Fliegende Ratte, du. Weg mit dir.
Aber wie gesagt, das war das erste, das zweite Castle, wo ich mir dann wirklich richtig Gedanken drum gemacht habe. Es sollte halt wirklich im Stil von The Lost Levels sein, vom Schwierigkeitsgrad her. Und ich fand das Design eigentlich auch ganz hübsch. Das Einzige, was mich halt nur immer noch ein bisschen dran stört, sind halt die random Flammen von Bowser, dass man die nicht kontrollieren konnte. Ja, ihr Lieben, Mario Bros. 3 auf den Fisch gekommen. Ja, ich weiß, einige von euch werden es wahrscheinlich jetzt gleich wieder ins Lächerliche ziehen. Aber Tatsache ist, ich hatte auch mal Bock auf ein paar Wasserlevel. Und dieses Level ist dadurch auch entstanden. Zumal ich liebe diese Unterwassermelodie. Die habe ich schon damals geliebt. Und ich liebe sie auch heute noch. Du. Toll. Hatte Nintendo doch auch nicht damals bei The Lost Levels. Das weiß ich nicht, ob die das unter Kontrolle hatten. Aber stimmt, da waren die Hotheads ja auch immer so außer Kontrolle gewesen. Das war eine Geburt damals mit den Hotheads, Leute. Ich sag's euch. Toll. Ja, Hammer Bros unter Wasser kann man auch benutzen. Behaltet die Fische im Auge. Fischi. Toll. Ja, die Mechaniken der Fische unter Wasser. Mit Flügel sind die plötzlich ganz anders. Und gehen einen noch mehr auf den Sack, als es ohnehin schon tun. Einfach durchschwimmen. Einfach schwimmen. Und möglichst nicht vom Chip-Chip beißen lassen. Knabberblümchen gibt's natürlich auch, aber nein! Da kommt ein Stein runter und zerquetscht mich. Mario Bros. 3 hat einfach auch schöne Melodien gehabt. Und wie gesagt, ich fand die Wassermelodie so geil. Falls ihr euch nämlich noch an mein erstes Let's Play erinnern könnt, nämlich All-Stars, da habe ich ja in dem Moment dann ja immer so ruhig und chillig gesprochen. Ganz ruhig und sanft. Damit ihr euch ein bisschen bei der Melodie entspannen könnt. Ja. Fragt mich bis heute noch nicht, warum ich das damals gemacht habe. Toll, ich bin einfach zu ungeduldig. Die Fische machen eher aus Mario Fischstäbchen als andersherum. Ja, das stimmt, Nelo. Das stimmt. Aber wie gesagt, das waren dann auch wirklich die ersten Themenlevel, die ich dann wirklich auch durchdacht habe. Und ich muss sagen, auch vom Leveldesign her habe ich mich da doch deutlich gesteigert. Alter, ich bin wahnsinnig, dass ich da hochschwimme. Pisst euch, ihr Schweine. Hau ab. Moin, moin, Daniel, der Zocker. Geh los weg. Also nicht du, sondern das Knabberblümchen. So. Hello, it's me. Oh, da ist ja noch so ein Fisch. Hau ab. Geh weg. Geh spielen. Geh irgendwo hin und spiel mit irgendwas Giftigem. Manche unter Wasser kommen natürlich auch ganz gut. Die Viecher jedoch, die können einen richtig auf die Nerven gehen. Scheiße. Ich will hier durch. Hau bloß ab. Bleib mir vom Hals. Warum habe ich eigentlich so viele von den Viechern dahin gebaut? Warum? Was habe ich getan? Lass mich den Checkpoint erreichen. Puh. Ja, es ist auch einfach ein schönes Spiel. Es ist ein Spiel, was man auch immer wieder spielen kann. Vorsicht, bissige Knabberfischchen, die sind hungrig. Ja, ich kenne auch Super Mario Bros. X. Das habe ich auch als Livestream eine Zeit lang gemacht. Aber auf Dauer wurde es mir auch einfach zu langweilig und ich bin kein Tastaturspieler. Und da mein Controller nicht erkannt wird, habe ich dann auch kein Interesse gehabt, es weiterzuspielen. Muddys elektrisierte Meerschweinchen, wobei es immer noch Quallen sind. Ja, Flammenwerfer unter Wasser. Ihr wisst ja, die Logik, SpongeBob, Feuer unter Wasser, ne? Das funktioniert ja total. So. Hier gibt's Geschenke. So eine Feuerblume. Ein Riesenblooper mit Flügeln. Ah, shit. So, runter da. Du, schnell durch die Türe. Du. Ja, Mutti, tatsächlich ist, wenn meine Mutti sonst keine Level bei mir schafft, aber meine Schwimmlevel, die schafft sie komischerweise alle. Faszinierend. Aber wie gesagt, das war eines der ersten Themenlevel, die ich gemacht habe. Und ich muss sagen, auch von der Gestaltung her, sehr viel besser als meine ersten Versuche. Du.
Vorsicht, bissige Knabberfische. Wollte sagen, nicht Knabberblümchen, Knabberfische. Nichts wie ins Ziel. Das sind immer noch Quallen, Mutti. Keine Meerschweinchen. Ich frage mich bis heute noch, wie sie darauf kommt. Abends im Wasser. Oh, sieht auch interessant aus. So, und das war auf den Fisch gekommen. Ein schöner Tag in der Oberwelt. Ja, da muss ich zugeben, ich hatte keine Ahnung, wie ich das Level nennen sollte. Ich hatte einfach mal Bock, Mario World Overworld Level zu machen. Und dadurch ist es entstanden. Doch, da verpasst du was. Du verpasst einen Fail-Gecko. Der ohne mich ganz schön aufgeschmissen gewesen wäre in dem Spiel. Mhm. Nicht Gecko-Line. Und allein wegen der Melodie. Einfach Nostalgie pur. Und vor allem ist, bei Mario World kann man auch wirklich die besten Skills auspacken. Denn hier funktionieren die Kaizo-Dinger auch am besten. Diejenigen, die es können, versteht sich. Ich kann es nämlich nicht so gut. Gebe ich ganz offen zu. Ein Shelljump vom Drake zu erwarten, ist ungefähr so, ja, als ob ihr von Clu erwarten würdet, dass er familienfreundlich wird. Ja, Clu, ich hack da immer noch drauf rum. Nein! Yoshi! Warum hat er die Raupe nicht gefressen? Was soll das denn? Ich glaub's nicht. Eigentlich sollte er den fressen. Oder ging das nicht? Halt die Klappe. So, hier habe ich mich schon zum Beispiel eher mehr ein bisschen an die Mario World Spiel Standard gehalten. Oder es zumindest versucht. Mein altes Kanalmotto kommt einfach wieder da zum Vorschein. Pures Game-Failing. Ja, das stimmt, mein Lieber. Ich bin auch nicht total familienfreundlich. Das sagen ja immer andere, dass ich zu familienfreundlich bin. Verstehe ich eigentlich gar nicht. Aber ich muss sagen, vom Level-Design her hat mir das sehr viel Spaß gemacht, einfach mal so ein schönes Mario World-Level wieder zu bauen. Warum habe ich dich eigentlich da hingesetzt, du Sau? Hau ab! Ich sagte, hau ab. Knochen trocken haben im Himmel auch nichts verloren. Oh mein Gott. Warum habe ich so viel Scheiß da reingebaut? Richtig, weil Drake es wieder übertreiben musste. Wiggler sauer machen macht natürlich immer noch Spaß. Das hat sich nicht geändert. Her mit dem Pilz. Okay, ich mach mal einen Abgang. Geh mal weg. Da ist wieder ein Checkpoint. Dum, dum, dum. Natürlich gibt's auch die Raupis in klein. Und wenn sie sauer sind, sind sie lustig. Jetzt weiß ich auch, woher der Spruch kommt. Sauer macht lustig. Hier stimmt es sogar. Sauer macht wirklich lustig. Zumindest die Wiggler. Wenn wir nach YouTube gehen würden, dann sind wir... Ja, das stimmt. Ab. Was? Warum bist du... Als ob. Dum, 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 dum. Ja, das glaube ich auch, dass Yoshi heute mal lieber ein Steak wollte. Aber er hätte da doch ein Wiggler-Steak draus machen können. Der hat aber auch Ansprüche, der Yoshi. Verzieh dich. Dum, 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 dum. Ich lasse die Münzen stehen, einfach nur weil ich's kann. So, her damit. Weg. Du geh mir nicht auf den Zeiger und da ist das Ziel. Aber ich muss sagen, vom Level-Design her denke ich mal schon, dass man sagen kann, dass es doch schon gut an Mario World rankommt. Natürlich jetzt vielleicht nicht unbedingt in den Schwierigkeitsgrad her, aber ja. Da kenne ich mich nicht mit aus, Clu. Da kenne ich mich nicht mit aus, das weißt du. So. Rette das Yoshi ein. Ja, ihr Lieben, das war eine Mechanik, die ich mit einem, ja, ehemaligen Let's Play-Kollegen mal zusammen gemacht habe. Und, also von der Idee her, gebaut habe ich es natürlich selber. Und ich freue mich, dass dieses Level auch so gut ankam. Weil die Mechanik war gar nicht so einfach zu überlegen. Ein Wettschwimmen. Ihr müsst nämlich, ja. Ja, Mutti, ich mach das einfach nur aus Prinzip, um dich zu ärgern. Weil ich weiß, dass dich das total triggert, dass ich die Münzen nicht einsacke.
Einfach nur deswegen. Ja, ihr Lieben, ihr seht ja, hier oben schwimmt ein Yoshi-Ei. Und dieses Yoshi-Li müssen wir vor dem Tode bewahren. Allerdings gibt es massig Gefahren hier im Ozean. Hier muss man natürlich ein bisschen aufpassen. Natürlich das Yoshi-Ei nicht aus den Augen lassen. Hallo Knochi, verpiss dich. So, vorsichtig hier runterfallen lassen. Sonst macht's Pieks. Kettenhunde unter Wasser ist natürlich auch mal was Neues. Feuer unter Wasser ist ja überhaupt nicht möglich. Wie geht das denn? Pure Zauberei. So, Vorsicht, Riesenknabberfische, die ein bisschen aggro sind. So, wer jetzt hier durch die Tür geht, ist selbst schuld. Denn dieses Yoshi brauchen wir. Dementsprechend schnappt euch Yoshi, ab durch die Türe. Njam. Weil ohne Yoshi werdet ihr hier nämlich nicht durchkommen. Njam, njam. Das war jemand hungrig. Hat wohl zu lange im Ei gelegen. Njam, 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 njam. Dann schwimmt ihr hier hoch, frisst den auch noch auf. Und da ist das Ziel. Oh yeah, Mario time. Mach das, Clu, mach das. Du musst das hier ausbaden, wenn du irgendwann mal hierher kommst. Na, das wirst du dann ausbaden müssen, mein Lieber. So, dieses Level würde ich euch lieber im Editor-Modus zeigen, weil es 4 Eingänge hat. Das heißt, ich müsste das Level sonst jedes Mal von vorne starten. Dementsprechend, obwohl, ach kommt, machen wir das Level. Die ist ja eigentlich nicht lang. Das Level ist ja eigentlich nicht lang. Zur Not zeige ich euch erst die ganzen Wege und dann das eigentliche Ende. Ist, glaube ich, am einfachsten. So, ihr Lieben, ihr dürft euch nämlich hier euren Weg selber aussuchen. Was darf sein? Eis, Notenblöcke, normale Steine, die man kaputt machen kann. Normale Steine oder die wundervollen Kopfsteindinger. Ich würde sagen, wir fangen mit dem Eisweg an. Eis, Eis, Baby. Bam, 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 bada, bam, bam. Ja, und natürlich gibt es auch auf den Eisflächen unangenehme Gesellschaft. Zum Beispiel Knabberblümchen. Manchmal gibt es auch Einblockpassagen. Hammer Bros gibt es hier natürlich auch, verzieh dich. Die kleinen Hotheads kommen natürlich auch noch zum Spielen. Und da springe ich in den Abgrund. Einfach, weil ich's kann. Einfach, weil ich's kann. Immer dieser Eisscheiß hier. Furchtbar. Das Schlimme ist, ich kann den Levelersteller nicht ausschimpfen, weil ich bin dieser Levelersteller. Sprich, ich Idiot bin auf die Idee gekommen, sowas hinzubauen. Wobei ich mich immer noch manchmal bei einigen Ideen wirklich frage, warum hast du das eigentlich getan? So, das Feuerblümchen nehmen wir doch sehr gern mit. Lieber Hund? Nein, du bist jetzt nicht mehr lieb. Jetzt bist du ein Arschloch. So. Dann klettert man hier die Pflanze einmal hoch. Dam, da, dam, da, dam, da, dam, da, dam, da, dam, da, dam. Und wieder heißt es, was wollt ihr haben? Feuerblümchen mit Feuerblümchen. Sternrun. Mancha Run mit Yoshi. Oder Kletterspaß. Ich würde sagen, wir gucken uns alles einmal an. Dann kann ich nämlich alle Wege einmal zeigen. Oh. Tja, ihr Lieben, habt ihr zu viel gefuttert, wa? Ja, ihr seht schon, hier fliegt das Feuer nur so um die Ohren. Verpiesemuckel dich. Und man stürzt hier ab. Das Ding ist es allerdings, die Räume sind nicht sehr groß, weil Platzmangel und Co. Gucken wir uns doch mal den Notenblockraum an. Der ist auch ganz lustig. So, holt den hier runter. Dam, dam. Natürlich solltet ihr mit den Super Mario Bros. U Skills umgehen können. Boah, gitty git. Spinnen sind widerliche Viecher. Pfui Deibel. So, gibt das her. Dam, dam, dam. Nein! Tröste dich, ich auch nicht, Greco. Ich auch nicht. Ekelhafte Drecksviecher. Bah.
So, komm mal runter da. Zack. Spinnen funktioniert natürlich auch. Das ist nämlich auch der eigentliche Sinn. Zack. Und der Rest ist eigentlich easy going. Und ich muss sogar sagen, die Notenblöcke sind bei Mario Bros. U einfacher. Doch, sie tun was. Sie spinnen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und sie sind eklig. Ich meine, das sind wir Menschen zwar auch teilweise, aber ihr wisst, was ich meine. Dam, 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 dam. So. Doing, doing, doing. So, und wieder sind wir hier an der Kletterpflanze. Böser Bu, bleib schön da, wo du bist. Machen wir doch mal einen kleinen Sternrun. Alles klar, gute Nacht, Sunny, und danke fürs Einschalten. So, schön hier durchskillen. Und hier wäre jetzt der Checkpoint, aber wir starten das Level von vorne, damit ihr auch die anderen Wege sehen könnt. Weil ab hier ist das, ab den Checkpoints sind nämlich die Wege immer gleich. Also gucken wir uns doch mal Weg Nummer 3 an. Und ihr seht schon, hier herrscht Bombenstimmung. Rumsdidoms. Und was macht man mit Bombis? Richtig, man sprengt alles kaputt. Vorausgesetzt, man kann's. Komm, komm her, Bämmchen. Mach mal alles kaputt da. Im Übrigen, mit Spinjump könnte die nämlich viel besser schubsen, habe ich festgestellt. Sehr viel besser. Das war shit. Doms die Doms, genau, komm her. Einmal da runter durch. Zack. Man sieht übrigens auch, dass das Level wirklich voll ausgenutzt wurde. Bomben sind sowas von 2016. Nur weil du keine Bomben magst? Ich mag Bömmchen. Ja, hat auch, wie gesagt, sehr lange gedauert und sehr viel Nerven gekostet, vor allem auch. Weil das Problem ist, mir gingen die Röhren aus. Eigentlich war es geplant, 4 Wege und das 4-mal. Quasi, ihr konntet euch bis zum Schluss euren Weg aussuchen. Leider hat das Konzept nicht funktioniert. Ich konnte nämlich auch irgendwann keine Türen mehr verbauen. Tja. Und am Ende musste ich dann anderweitig nachdenken. Also habe ich dann gesagt, okay, es gibt nur 2x4 Bereiche. Und das ab der Mittelteil ist immer gleich. So, wolltet ihr nicht auch schon mal lachend in die Kreissäge springen? Nein? Das ist aber doof. So, das wäre Weg Nummer 3. Genau, Bomben sind cool. Wenigstens mal eine, die das versteht. So, gehen wir zu Yoshi. Und da ist auch schon der kleine Kerl. Eigentlich der einfachste Part, glaube ich, sogar von allen. Mit Yoshi könnt ihr euch eigentlich hier durchskillen. Ich sag eben noch der einfachste Part und ich krepiere jetzt hier gleich. Weil ich zerquetscht worden bin. Von einem Mancha. Denn die Mancha sind nämlich ganz schön schwer. Sieht man gar nicht, sieht man den eigentlich gar nicht an. Sieht man den eigentlich gar nicht an. So, nee, nehmen wir mal den anderen Weg wieder. Nehmen wir Nummer 4 schon mal. Ein kleiner Speedrun. Oder ein P-Switch-Run, besser gesagt. Zack, zack, zack. Keine Sorge, wir holen den Part mit Yoshi gleich nach. So, na. Wie gesagt, der Yoshi-Part ist eigentlich wirklich... Ja, er ist auch eigentlich der einfachste Part. Man darf halt nur nicht so ungeduldig sein wie ich. Das war's nämlich schon. Hier ist nämlich der Part schon zu Ende. Hier ist der Part schon zu Ende. So, wo kommst du her? Ach ja, doch, genau. Wir haben ja noch einen Part, den wir ja noch nicht gemacht haben. Den kann ich euch ja zum Glück zeigen, ohne dass ich ganz zurückgehe. So, und damit das auch fair bleibt, darf ich Yoshi nicht mitnehmen. Weil Yoshi hätte ich jetzt normalerweise nicht. Willkommen im Kletterpflanzen-Sammelsurium.
In diesem Blumengarten dürft ihr nämlich hier ein bisschen klettern. Ein bisschen was für eure Figur tun. So gut, da gab's nur einen Pilz. Natürlich solltet ihr euch nicht von den Feuerlanzen treffen lassen. Wäre unklug. Natürlich kann man sich auch einfach so durchskillen. So, und damit sind wir wieder beim Mittelteil und jetzt zeige ich euch, was euch noch erwartet. Ihr seht hier da unten schon die Vorschau. Donuts, Kanonen, Knochentrocken und nochmal eine Knochenbahn. Wie gesagt, hier war leider das Problem, ich konnte nicht noch mehr reinbauen. Ich hatte noch so tolle Ideen für dieses Level gehabt, aber mir gingen die Bauteile aus. Ich musste schon quetschen, die Bereiche kürzen, Sachen rausnehmen. Ihr wollt nicht wissen, wie lange ich an diesem Level gesessen habe. Es ist sogar eines meiner Lieblingslevel, die ich gebaut habe. Nein, ich bin abgestürzt. Ah, da werde ich gepiekst. Ja, und die Buhus lachen sich hier natürlich einen weg. So, bis vor kurzem wusste ich nicht mal, dass das hier angeblich ein Kaizo-Skill ist. Man muss nämlich hier von Kanone zu Kanone springen. Beziehungsweise von Kugelwilli zu Kugelwilli, um hier weiterzukommen. Und jetzt wird's noch ekliger. Knochentrocken-Jumping. Und die klappern immer so süß, wenn man auf den rumhopst. Oh, oh. Okay, das war eine scheiß Idee. Ja. Voll der Absturz im Stream. Ja, kannst du mal sehen. Doing. Doing. Aber auf Knochentrocken rumspringen ist lustig. Was ihr übrigens nicht machen solltet, ist eine Stampfattacke auf ihn, auf den Großen. Weil es nehmen euch die Großen nämlich dadurch ein bisschen übel und brechen auseinander. Und dann geht ihr natürlich mit runter. So, einmal nochmal Knochenbahn fahren. Allerdings habe ich festgestellt, Knochenbahnen sind echt blöd. Hello, it's me. Das sieht immer so scheiße knapp aus, ne? Gibt's nochmal ein paar Münzen für Mama Yoshi. Einmal ducken. Dann gibt's hier nämlich eine wunderschöne weitere Kletterpflanze, an der ihr hochklettern könnt. Geht hier durch. Und schwupps, seid ihr am Ende. Wie gesagt, ich habe wirklich beide Ebenen voll ausgebaut, ihr Lieben. Ich hatte am Ende auf beiden Ebenen keinen Platz mehr für irgendwelche Blöcke oder sonst irgendwas. Weil ich wirklich alles verbraucht hatte. Ja, ihr Lieben, so schnell kann's gehen. Eine spukige Bescherung. Ja, jetzt dürft ihr mal lachen, dass Alpha Yoshi hat versucht, sich in Kunstwerke ja, zu versuchen. Es sollten Weihnachtsgeschenke sein, aber irgendwie wird das hier gerade nicht angezeigt. Ah, doch. Sind es nicht tolle Weihnachtsgeschenke? Ja, ihr Lieben, also zeichnen liegt mir überhaupt nicht. Ich glaube, man erkennt nicht mal, dass das Weihnachtsgeschenke sein sollen. Ja, ich erinnere mich noch sehr gut daran. Daraufhin hatte ich das nämlich noch korrigiert gehabt. Ja, ihr Lieben, eine spukige Bescherung. Gucken wir doch mal, was die Buhus euch denn zu Weihnachten schenken wollen. Ist ja bald wieder soweit, ne? Natürlich schön im gruseligen Mario World Style. Wie gesagt, wir dürfen jetzt die Geschenkpakete der Buhus erkunden. Was da wohl drin ist. Erstmal wird geklettert. Vorsicht, Geisteralarm. Oh, Mario, wo bist du? Nein, das war eine scheiß Idee. Dum, 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 dum. Ja, ich weiß. Lacht mich aus. Ich weiß, dass ich schlecht zeichne. Ich habe tatsächlich nochmal ein zweites Level der Art versucht, aber nachdem ich gesehen habe, wie scheiße das aussah, habe ich es sein gelassen. Ja, mit einer Menge Fantasie. So, hier ist das erste Geschenkpaket. Ich weiß, totschick. Totschick. So. Schön rüberspringen, auf die Plattform. Hier rüber hopsen. Euch möglichst nicht vom Knochentrocken treffen lassen. So, schön die Feuerblume mitnehmen.
Ich fühle mich gerade ganz dezent gemobbt. Ich weiß, dass meine Zeichenskills scheiße sind. One-Block-Geschichten sind auch ganz, ganz lustig, machen ganz großen Spaß, besonders mit Geistern. Da sind sie nämlich umso lustiger. Stimmt, der kam auch noch. Anni, du bist ja auch hier. Zeit, das nächste Geschenkpaket zu erkunden. Und in den hausen die Knochen trocken. Ja, ihr Lieben. Rennt um euer Leben. Oder geht sterben. Es kommt davon, also als Schriftzug kannst du das machen, aber wie gesagt, ich kann sowas auch nicht, Knut. Tröste dich. Du siehst ja, meine Geschenkpakete sehen total hässlich aus. Nick und tschüss. Genau, macht beim Obstfestival mit. 5 Münzen sind ein Satz, die werden euch automatisch abgezogen. 5 Leute müssen mitspielen, Ausrufezeichen Obst, um am großen Obstfestival teilzunehmen. Der Gewinner kassiert alles. Also ihr Lieben, eure Chance, euch ein paar Münzchen damit zu verdienen. Eure Chance, ihr Lieben. Also, schnappt euch Obst. Obst ist gesund, gerade um die Jahreszeit. Als ob ich wieder daneben gesprungen bin. Als ob! Finde ich gar nicht witzig. Pilz, du kannst mich mal. Traurig, wenn man seine Level ewig nicht mehr gespielt hat. Zack. Schön warten und warten. So, zack. Verzieh dich. Du geh mir nicht auf den Kranz. Und du kommst mit. Du. Ach, Demon. Jeder gewinnt irgendwann mal. So, hier ist das Ding, wie gesagt. Lauft um euer Leben, sonst kommen nämlich die Twompies zu euch und machen euch den Weg kaputt. Böse Twomps. Hier gibt's natürlich noch einen weiteren Checkpoint. Und natürlich geht der Eisscheiß hier natürlich erstmal eine Runde weiter. Lasst euch übrigens nicht vom Mannschaft zerquetschen. Wäre ungesund. Wieder mal so eine blöde Knochenbahn eingebaut. Ihr seht ja, sauknapp hier jedes Mal die Scheiße. Da habe ich nicht aufgepasst, weil ich auf den Chat geguckt habe. Oh mein Gott. So. Das größte Geschenkpaket ist natürlich auch gleichzeitig das hinterhältigste. Jede Menge fiese Fallen. So was, ich habe heute Super Mario Party 8 gegen meinen kleinen Bruder gespielt. Ich habe komischerweise gewonnen. Wie das wohl kommen könnte. So, hier solltet ihr, wie gesagt, ein bisschen Geduld beweisen. Sonst zerquetschen euch die Mannschaft. Oh, und Mr. Falafel hat euch unterm Tisch gefressen. Tja, Demon, man muss auch mal verlieren können, ne? Du hast ja auch schon oft genug hier gewonnen. So. Ach, meine Fresse. Warum baue ich so einen Scheiß jetzt mal ehrlich? Außerdem ist es ja nicht ohne Glück, ohne Grund ein Glücksspiel. So. Es kann halt nur einer gewinnen und ist ja klar, je mehr Teilnehmer dabei sind, umso mehr Leute sind dabei, die es gewinnen könnten. Aber gewinnen wird immer nur einer bei diesem Spiel. Scheiß auf die Münzen. Was habe ich getan? So, ganz ruhig. So, genau so war das gedacht. So, wieder einmal ein Pilz. Gut, dass ich da Pilze eingebaut habe. Und der letzte Abschnitt des Geschenkpaketes. Donutlauf. Du hast einen Yoshi genommen. Ja, warum auch nicht, ne?
Stimmt auch wieder. Und hier ist das Ziel. Merry Christmas euch allen. Wie sagt man, misslungenen Weihnachtsgeschenke. Inhalt vielleicht toll, aber Aussehen pfui. Oh Mann. Wie gesagt, ich kann nicht zeichnen. Dieses Talent ist spurlos an mir vorbeigegangen. Dieses Minispiel kann nur jede Stunde ausgelöst werden, Mr. Falafel. So, jetzt wird's mal ein bisschen grün. Ich hoffe, ihr habt einen grünen Daumen, denn jetzt geht's in die Botanik, in Mama Yoshis Knabberblümchenzucht. Hier werden kleine Knabberblümchen gepflückt. Natürlich ist hier alles so schön. Da oben ist ein Lakito. Da oben ist ein scheiß Lakito. Den habe ich ja ganz vergessen. Und das war ein Koopa. Ist doch nicht wahr. Alter, man merkt, dass ich meine Level ewig nicht mehr gespielt habe. Ich weiß teilweise gar nicht mehr, was ich hier alles verbaut habe. Ich werde den Teufel tun und die Münzen einsammeln. Ich werde den Teufel tun, solange der da oben noch rumschwirrt. Feuerblümchen? Nein, und tschüss! Genau, Mutti, deine Knabberblümchenzucht, die lernen wir jetzt kennen. Hier findet ihr die kleinen, bösen, fiesen Knabberblümchen, die meine Mutter alle adoptiert hat. Die wachsen hier und gedeihen prächtig. Geh weg. Ihr seht ja schon, die fühlen sich hier pudelwohl. Die werden hier nämlich richtig frech, die Viecher. Und frech ist noch kein Ausdruck dafür. Hau ab, du fliegende Ratte. Am Arsch, Freundchen. Am Arsch. Genau, Benjamin Blümchen. So, und da ist es schon. Ein Knabberblümchen, was prächtig gedeiht. Das pflück ich jetzt. So, und einfach aus Prinzip, weil ich euch Viecher nicht leiden kann, weg mit euch. Weg. Ich wurde gebissen. Ja, ihr seht schon, Mama Yoshi, ihre Zucht. Die wachsen hier zu perfekt ein bisschen. Wird mal Zeit, das Unkraut mal ein bisschen hier zu vernichten. Weg mit euch. Husch. Böses Blümchen. Los, komm her. Weg. Husch. Ab ins Körbchen. Oh, hallo Wiggler. Ich habe dich ja gar nicht gesehen. Nein. Natürlich Wiggler noch vorher ein bisschen sauer machen. Ich glaube, der ist ein bisschen sauer. Oh Gott. Warum baue ich so einen Scheiß? Und da habe ich jetzt nicht aufgepasst. Scheiße. Eieieiei. So, warte mal. Ja, Mr. Falafel, das ist meine richtige Mutter. Ohne Scheiß. Das ist meine Real-Life-Mama. Meine einzig wahre. Und ja, ich habe eine coole Mutti. Denk dir nichts bei, er ist noch sehr jung, Mutti. Du weißt ja, Junggemüse und so, ne? Du scheiß Raupi. Okay. Oh mein fucking Gottness, was war das denn? So, Gabriel, was? Pokémon Mania, achso. Auf jeden Fall, willkommen im Rudel. Danke für dein Follow. Sorry, ich habe das eben leider nicht mitbekommen. Wir ärgern Wiggler, weil es Spaß macht. Ich vergesse jedes Mal, dass diese Scheißwalze umdreht. Ja, junges Gemüse, man sagt zu sowas auch Pickeltinis und Coca-G. Oder auch kleine Kinder. Hast du es jetzt verstanden? Ach, komm, Mann. Diese scheiß Laufbänder, ey. Das kann's nicht sein. Diese scheiß Laufbänder. Warum habe ich die Scheiße da bitte eingebaut? Warum habe ich die Scheiße da bloß eingebaut? Ach ja, richtig, weil ich andere damit ärgern wollte und mich jetzt hier gerade damit selber ärgere. Wag es dir jetzt nicht, da reinzuspringen. Links wie weg, bevor die Knabberblumen kommen.
So, was? Hey, spiel deine Musikschule, das Hardcore-Ding, das ich... Die Expertenversion werde ich auch noch spielen, Rio, keine Sorge. Alles gut. Hab ja noch ein bisschen Zeit, ne? So, jetzt klettern wir hier ein bisschen an den Ranken rum. Rankenspielchen sind nämlich auch mal ganz interessant. Ja, hier sind getarnte Ranken drin. So, runter da. So, extra für Mutti, bevor sie gleich ganz doll weinen muss. So, ich habe deine Münzen gesammelt. Ah, Gecko, du hast vergessen, einen Punkt, ein Leerzeichen nach dem Punkt zu machen. Und das Ziel ist erreicht. Ja, die hat einen interessanten Garten, ne? So viele Knabberblümchen, so viele süße kleine Raupis da drin. Siehst ja, die Knabberblümchen, die werden hier ganz schön frech. So, habt euch dich eigentlich nicht auch mal gefragt, was eigentlich passiert, wenn Mario zu viele Pilze futtert? Kriegt er eine Pilzvergiftung? Oder was passiert, wenn einer der Superpilze sogar schlecht ist? Diese Frage habe ich mir auch gestellt. Und hier ist die Antwort. Mario auf einer Pilzparty. Dummerweise sind die Pilze alle schlecht. Party, Party! Schön die Pilze alle mampfen. Mampf, 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 mampf. Alles meins. Tja, Mario hat sich auf einer Party mal wieder den Wanst vollgeschlagen. Und ja, das Level erzählt eine Geschichte. Wie gesagt, Mario macht hier ordentlich Party. Na, schmeißt die Münzen durch den Club, futtert Pilze bis zum geht nicht mehr. Tja, aber es gab ein Problem. Die Pilze sind schlecht. Und was passiert, wenn man zu viel davon futtert? Richtig, man hat voll ein Sitzen. Tja, und da ist er. Mario im Pilzrausch. Mit diesem Effekt wollte ich unbedingt mal gearbeitet haben. Auch wenn ich ihn auf Dauer nicht abkann. Und das kommt bei raus, wenn Mario zu viele Pilze gefressen hat, die nicht unbedingt gut für ihn waren. Tja, und jetzt wisst ihr, warum er solche Pilze vielleicht lieber nicht essen sollte. Genau, immer diese drogensüchtigen Klempner hier. Furchtbar, ne? Da hat der Mario ein Sitzen. Da hat er einen Sitzen. Tja, ob Mario es noch nach Hause schafft, schaffen wir es ihn hinzubringen, kriegt er sogar Halluzinationen. Da ist ein Stern. Ab auf die Schnellstraße. Aber Vorsicht, ihm wird kotzübel dabei. Das glaube ich dir sogar, Gecko. So, natürlich sollte man sich dann nicht ans Steuer setzen. Vor allem ist, wenn hier alles so wackelt, die Buß werden auf einmal breiter. Tja, das hat Mario irgendwie nicht ganz gepeilt. Zum Glück gibt es ja hier einen Checkpoint, eine Bushaltestelle. Und nun muss der arme Kerl weiter. Doch er ist noch nicht am Ende. Tja, ihr seht, Mario ist ein wenig berauscht von den Pilzen. Ein bisschen zu sehr, würde ich sagen. Dum, dum, dum. Da-dam-dam-dam-dam. Mr. Falafel, ich würde dir mal raten, nicht ganz so eine große Klappe zu haben. Weil du redest hier immer noch mit einer erwachsenen Frau. Na, und die erwachsene Frau kann auch ganz schön böse werden. Boah, Schlangenlinie. Tja, und die Stange hat wohl einen Knick in der Optik. Ein Haus aus Münzen? Kann ja nicht sein. Und was sagt uns das? Finger weg von den Drogen. Finger weg von den Pilzen. So schnell kann es gehen. So schnell kann es gehen. Und jetzt wisst ihr, was der arme Super Mario immer sich antut. Ein Level, wo ich auch sehr viel Arbeit reingesteckt habe, ist dieses hier. Yoshis Abenteuer, die 20 Münzen.
Ihr wisst, ich bin ein riesengroßer Fan der Yoshi-Reihe. Yoshi's Island, mein absolutes Lieblingsspiel. Und ich habe versucht, ein Level zu bauen, was an Yoshi's Island erinnern soll. Dummerweise gab es damals die Red Coins noch nicht. Also habe ich mich gefragt, wie kann ich das Ganze durchziehen? Die Sternpunkte herzustellen ist eine Sache. Da kann man einfach das Kostüm nehmen. Aber die 20 roten Münzen, die sollten doch zu finden sein. Und genau hierum geht es. Ihr müsst dieses Level komplett schaffen als Yoshi und 20 Münzblöcke finden. 10 davon sind unsichtbar und 10 sind sichtbar. Die unsichtbaren sind zwar mit einem Ton gekennzeichnet, doch finden müsst ihr sie. Und ich versuche für euch die große Challenge, als ob es ein richtiges Yoshi's Island Level ist. Ich versuche 20 Münzen zu erreichen und durchzukommen. Aua, Mama Yoshi hat gesprochen. So, und natürlich mit dem originalen Yoshi's Island Sounds. Yoshi! Dann wollen wir mal die Münzen suchen. Wo sind die 20 Münzen versteckt? Da ist zum Beispiel die erste. Es zählen übrigens nur die Münzen, die von diesen Münzblöcken ausgehen. Weil es gibt ja hier ein paar Leute, die gerne mal versuchen zu betrügen. Aber ihr seid ja keine Betrüger, Yoshis, ne? Ihr habt sowas nicht nötig. Deswegen kontrolliert jeden Block. Jeder Block könnte eine Münze enthalten. Was war das denn? Da ist der nächste. Oh. Es gibt im Übrigen vor dem Checkpoint und nach dem Checkpoint jeweils 10 Münzen zu finden. Als deine Kontrolle für euch. Hops. Geht als erstes sterben. Doin, 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 doin. Ah, ich liebe diese Sounds, ihr Lieben. Ich liebe diese Sounds. So, zisch ab. Und du geh nach unten. Los, Abmarsch. Komm bloß nicht wieder. So, geht doch. Ihr könnt das Level natürlich auch ohne die Challenge spielen, wie es bei Yoshi's Island natürlich der Fall ist. Ich werde natürlich gucken, ob ich die Challenge schaffe, aber ich will mich jetzt auch nicht allzu lange in diesem Level aufhalten. So, rein da. Da ist wieder ein versteckter Münzblock. Ja, ihr wisst ja, manche Münzen sind ja versteckt. Die im Originalen waren das ja so, die waren ja nur leicht dunkler als die normalen gelben. Da hat mich das Klapperblümchen gebissen. Jetzt würde Baby Mario anfangen zu kreischen, aber das konnte ich hier leider nicht simulieren zu dem Zeitpunkt. Nein, und tschüss. Knapp daneben ist auch vorbei. Knapp daneben ist auch vorbei. Schade, dass man die Coins da oben nicht klauen kann, wa? Alles klar, mach das, Nelo. Eine angenehme Nachtruhe wünsche ich dir. Ich habe mein Yoshi-Kostüm verloren. Das war dumm. Das war richtig dumm. Danke, danke, danke. Dum, 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 dum. Doin. So, los geht's. Alle hopp. Münze her. Und du verzieh dich. Los, runter mit dir. Geh spielen. Ich sagte, du sollst nach unten gehen und nicht hier oben bleiben. Husch. Ab ins Körbchen. Hau ab. Blödes Vieh. Wow, das war knapp. Bisschen weniger Renntaste. Mehr Skill und dann passt das. So, meiner. Duna, duna, duna. So, zack, zack. Zu Zeiten des Miiverse habe ich das übrigens mal hochgeladen gehabt mit den 20 Münzen. Aber das Miiverse existiert ja nicht mehr. Nicht, Clue? Das Miiverse existiert ja nicht mehr. So, einmal hier runter. Doin. Der wohl wahrscheinlich fieseste Münzblock, der versteckt ist, ist der hier nämlich. Der ist nämlich am miesesten versteckt. Den vergessen auch die meisten. Zu Recht. Die Pilze, wie gesagt, stellen die Sternpunkte dar, die ihr sammeln müsst. Ihr wisst ja, mit 30 Sternpunkte müsst ihr bei 100% ins Ziel kommen. Was gar nicht so einfach ist. So.
und sucht die Orte schön ab. Man weiß nie, wo ich euch eine Münze versteckt habe. Tschüss. Gut, der war wahrscheinlich sehr offensichtlich. So. Natürlich konnte Yoshi nie klettern, aber ich musste natürlich ein paar Hindernisse aufbauen. So, wir haben fast die ersten 10 Münzen zusammen. Ein paar fehlen uns ja noch. So. Da gibt's nochmal Sternpunkte. Und nein, ich war nicht so gemein, dass ich hier 2 Münzen verstecke. Zumindest nicht dort. Nicht an diesem Ort. Das wäre sogar für meine Verhältnisse gemein gewesen. Hier sind nämlich die nächsten 2 versteckt. Und damit haben wir bis zum Checkpoint alle Münzen zusammen. Aber es geht ja noch weiter. Wir sind ja noch nicht am Ende. Messi! Boah, 41 Zuschauer! Alter Schwede! Willkommen, meine Liebe, und willkommen auch an Messis Zuschauer. Setzt euch hin, schaut zu, futtert so viel Obst, wie ihr futtern könnt. Und macht's euch gemütlich. Und genießt mit mir mein 3-jähriges Bestehen auf YouTube mit einem kleinen Mario Maker Stream, wo ich euch mal meine Levels so zeige und auch so die Entstehungsgeschichte verrate. Wobei ich bei einigen Sachen mich immer noch frage, warum hab ich sie gebaut, wie das hier zum Beispiel. So, her mit den Sternpunkten. Danke, danke. Na, meine Liebe, alles gut bei dir? Was machen deine beiden Plüschbomben? Hoffe, sie haben dich heute beim Stream nicht zu sehr gestört, wie beim letzten Mal. So. Gemeint sind nämlich diese Münzen hier. Die zählen natürlich nicht. Ich meine, es gibt natürlich Leute, die trotzdem schummeln. Aber wer wirklich jetzt Zockerehre hat, macht das nicht, sondern er spielt trotzdem durch. So, hier ist noch eine Münze versteckt. Die solltet ihr natürlich auch mitnehmen. So, wo könnte die nächste versteckt sein? Natürlich hier. Ich meine, gut, ich weiß die Position, das kommt dazu. Aber für diejenigen, die es nicht wissen, die können das dann natürlich suchen. War nur wegen Raid? No, ist nicht schlimm, aber ich freue mich, dass du da bist. Und wer weiß, vielleicht gefällt es ja den einen oder anderen Zuschauer von dir, was ich hier so treibe. Ich beiß auch nicht, versprochen. Ich bin eigentlich ein ganz liebes Yoshi, außer man ärgert mich. Dann könnte ich ein bisschen bissig werden, aber nur dann. So, hier befindet sich natürlich noch ein Block. Der wird nämlich auch sehr gerne vergessen. So, hier hatte ich keinen versteckt, oder? Oder doch? Oder nicht? Nee, hier war kein weiterer Block. Also schön mit Geduld hier rüberspringen. Oh Gott! Boah, knappe Sache. Knappe Sache! Oh, Aria schon wieder zurück vom Konzert? Das ging ja schnell. So, da ist noch einer versteckt. Hier auch noch. Und damit haben wir 20 Münzen zusammen. Nur leider habe ich die Challenge nicht geschafft, denn ich habe mein Yoshi-Kostüm verloren. Aber wie ihr seht, es ist machbar. Achso, ich wollte sagen, hä? Ich spiele das Spiel doch gar nicht. Ja, ich freue mich schon drauf, wenn du Twilight Princess machst, Nessie. Da lauere ich ja schon drauf, wenn du das startest an deinen Sonntagen. So, ihr Lieben, da kommen wir zum nächsten Level. Im Reich der Knochenfische. Ja, ihr Lieben, dieses Level hieß ursprünglich Gefährliche Unterwasserabenteuer. Einige von euch könnten es vielleicht noch kennen, bevor ich es geremaked habe. Das Level habe ich komplett über Bord geworfen und nochmal komplett neu gemacht. Ja, alles muss neu sein. So, und bevor wir das Level starten, mache ich nochmal ein bisschen Schleichwerbung. 3 Jahre YouTube, ihr Lieben. Wenn ihr auch mal auf meinen YouTube-Kanal vorbeischauen wollt und Let's Plays genießen wollt, schaut vorbei, ihr Lieben. Schaut vorbei. Aktuelles Let's Play, Buffy im Bann der Dämonen, Chaos Bleeds. Natürlich findet ihr dort auch diverse Livestreams von mir. Und wer nichts verpassen will, Twitter, Facebook, beides vorhanden. Schaut ruhig mal vorbei. Ja, es war kacke, es war Gegnergespamme, ich geb's zu. Ich weiß gar nicht, kanntest du das Remake überhaupt? Hast du das überhaupt gespielt gehabt, Clue? Ich glaub nicht, ne? Weil ein paar meiner Remakes sind, glaube ich, auch dir unbekannt gewesen. Glaube ich, bin jetzt nicht sicher.
Schwimm, schwimm, schwimm. Wird Zeit für das Wasser-Musical. Du hast mir was in den Bilderchat gepostet. Ja, das werde ich mir nach dem Stream gerne mal angucken. Kein Problem. Ich ahne sogar, was du gemacht hast. Hast den Bild mit Alea gesichert, wa? So, blöpp, blöpp, blöpp. Natürlich auch ein bisschen auf Design ein bisschen mehr geachtet. Ich fand diesen blauen Hintergrund nämlich wunderschön. Natürlich solltet ihr euch nicht von Knabberfischchen beißen lassen. Die sind nämlich ein bisschen ausgehungert. Das ist nämlich mein privates Aquarium. Jetzt wisst ihr übrigens auch, warum sie Knochenfische genannt werden. Ich habe sie verhungern lassen. Ja, die alte war wirklich furchtbar, da stimme ich dir zu. So, was ich auch gar nicht wusste, die Twomps können die Knochenfische kaputt machen. Das wusste ich noch gar nicht. So, Vorsicht, unter Beschuss. Geht am besten unten lang, okay. Unten lang war vielleicht auch nicht unbedingt die beste Idee. Alles gut. So, dann wollen wir mal rumschwimmen hier. Was ist das für ein Ort? Ich verrate es euch. Hier ist nichts. Ihr müsst nämlich nur warten, dass der Schalter da rauskommt. Weil der P-Switch öffnet euch hier die Tür, dass ihr hier durch könnt. Sonst kommt ihr nämlich nicht weiter. Und ein kleiner Bossfight. Wie besiegt man die Twomps? Tja, ein ganz einfacher Weg. Aber Vorsicht, Knochenfische kommen euch natürlich hinterher. Und die sind hungrig. Und wenn man so blöd ist wie ich, schießt man sich natürlich auch noch selber ab. Scheiße. Dum, 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 dum. Oh, alter Schwede. Ich hab ganz vergessen, dass ich die da ja wieder hingebaut habe. Ein Stern. Der natürlich Drakes Namen trägt, ist natürlich wunderbar. Blöpp, blöpp, blöpp. Ja, wusstest du das einfach nicht? Hast du Mario Maker eigentlich jemals richtig gespielt, Gecko? Jetzt mal so aus Interesse? Das war dumm. Alles klar, eine angenehme Nacht wünsche ich dir, liebe Nessie. Und bis zum nächsten Stream. Vielleicht sehe ich dich ja mal am Drake-Sonntag bei mir. Da gibt's nämlich gerade Zelda The Wind Waker, meine Liebe. So aus, als kleines Interesse. Weckendes. Dann kannst du mal sehen, wie mies ich mich dabei anstelle. So, dann wollen wir mal gucken. Ich weiß, dass hier irgendwo noch ein Pilz versteckt war. Wusste ich's doch. Ich geh her. Dum, dum, dum. So. Ja, Sonntag 20 Uhr geht's wieder weiter, meine Liebe. Jede zweite Woche geht's nämlich mit dem Projekt nämlich weiter. Und da muss meine Schildkröte. Da ist meine Schildkröte. Au! Ich brauche einen Pilz. So, jetzt heißt es einfach nur hier schön stehen bleiben und warten, bis der Panzer seine Arbeit erledigt hat. Natürlich aufpassen, hungrige Knochenfische im Anmarsch. Blop, blop, blop. Du, 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 du. Und dann geht's natürlich hier ans Ende. Und natürlich kommt noch ein fieser kleiner Lakito, der euch nämlich noch Knochenfische entgegenwirft. Kannst du auch notfalls dir auch sonst auf YouTube jederzeit angucken, Nessie. Solltest du noch da sein, versteht sich. So, ihr Lieben, das war das Reich der Knochenfische. Bowsers Köpfchenschloss, ja, ein Level, wo ich mich bis heute noch frage, warum habe ich das eigentlich gebaut? Das ist eigentlich der Level, wo ich sage, nee, nee, total das Thema verfehlt. Ich zeige es euch aber trotzdem. Das ist eins der Level, wo ich wirklich sage, warum, mich frage, warum habe ich die Scheiße eigentlich gebaut? Wieso, weshalb, warum? Vorsicht, Hothead. Ich meine, im Grunde muss man hier sein Köpfchen anstrengen. Man muss natürlich wissen, wie kommt man jetzt hier weiter?
Wo wird man zum Beispiel nicht getroffen? Wo kann man sich gefahrlos hinstellen, ohne gegrillt zu werden? Da muss natürlich euer Kopf mitspielen. Nimmt schon den Pilz mit. Vorsicht, Hotheads kommen natürlich auch nach oben. Ducken. Und natürlich wird hier wieder Yoshi gebraucht. Was ich übrigens cool finde, man konnte hier jetzt sogar in Castles Yoshi mitnehmen. Das ging in Mario World ja normalerweise nicht, wie ihr euch erinnern könnt. So, und nun die geilsten Viecher neben Notenblöcke. Donuts! Das erinnert mich gerade an Moody's Level Hot Donut Jump. Was habe ich mich damals mit der Community drum gekloppt, diesen blöden Rekord in diesem Level zu schaffen. Und ich glaube, bis heute noch hat mein Kollege Son Bento den immer noch. Muss ich mal gucken, ob ich den eigentlich jemals gebrochen habe oder nicht. Ach stimmt, genau, das war der lustige Kram mit den Notenblöcken. Oh Gott! Alter Schwede! Ich habe ganz vergessen, dass es die hier auch noch gibt. Oh mein Gott! Und tschüss! Ja, weiß es noch, Mutti? Ich glaube, das ging über 2 Monate. Ich hatte wirklich in der Mario Maker Facebook-Gruppe, glaube ich, damals 3-4 Leute gehabt. Mit denen habe ich das tatsächlich um die Wette gezockt. Und immer wenn der Rekord gebrochen wurde, habe ich zugesehen, dass ich den Rekord nochmal breche. Irgendwann musste ich aber aufgeben, weil ich wirklich zugeben musste, ich hatte keine Ahnung, wie ich das Level nochmal knacken sollte. Kleine Mistsau! Scheißdreck! Hothead! Ich hasse diese Viecher. Ich weiß schon, warum ich die hasse. Jetzt wisst ihr, warum. Genau deswegen. Los, zisch ab. La, na, na. Das war jetzt Glück. Ein Item. Wie gesagt, hier ist ein bisschen Köpfchen gefragt, wie es hier weitergeht. Du kommst mit. Ah, diese. Da muss ich sagen, die Dinger sind wirklich böse. Die sind wirklich schwer einzuschätzen. Was? Hab Bowser alleine besiegt. Hat sich ja keiner mitgetraut. Tja. So schnell kann es gehen, Mutti. So, hier müsst ihr mit Yoshi arbeiten. Bamba. Die hebe ich mir lieber noch auf. Ja, stimmt, genau. Warum mache ich sowas? Eieiei. Ja, meine P-Switch-Fallen gibt es hier natürlich auch wieder. Und an dieser Stelle waren sie sogar richtig mies. Weil diejenigen, die es nämlich nicht wissen, hier bestand die Gefahr, dass Bowser einen P-Switch auslöst und euch in den Tod schickt. Ja, sowas gab's hier auch. Ich musste mal überlegen, gab's das eigentlich immer noch? Übrigens, diese Pfeile solltet ihr übrigens nicht vertrauen. Hi. Genau. Yoshi! Mach einen Abgang. So, Yoshi, du kannst hier bleiben. Ich darf dich ja leider nicht mitnehmen. Leider! So, erstmal gucken. Was? Playmat, moin! So ein P-Switch. Ja, solche Level sind echt interessant, weil das ist wirklich verführerisch. Du willst auf die Dinger springen, du willst wissen, was passiert. Aber sie bringen dich zum Tode. Das war auch der Sinn dieser Mechanik. Wie gesagt, ich habe sehr gerne mit Mechaniken ein bisschen experimentieren wollen. Auch hier so ein Fluglevel hatte ich auch noch nie gebaut. Oh nein, 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 lass mich da hoch. Ich bin dann mal weg. Kein Bock hier abzustürzen. So, eine kleine Rechenaufgabe in Münzenform. 3 mal 9 minus 9. Na, wer weiß es? Natürlich weiß ich die Antwort. Einfach dahin gehen, wo die meisten Münzen sind. Wie gesagt, das Level ist total schlecht designt worden von mir. Mir fiel einfach nichts Besseres ein damals.
Ich verstehe bis heute noch nicht, warum ich dieses Level eigentlich so genannt habe. Das Level hat überhaupt nichts mit dem zu tun, was es eigentlich sein sollte. So, ich verabschiede mich für heute. Raubtier füttern und dann ab ins Bett. Jo, alles klar, Mutti. Ich wünsche dir eine angenehme Nacht und schön, dass du da warst. Ich hoffe, ich konnte deinen Abend ein bisschen versüßen. Und ich bedanke mich, dass du, wie gesagt, mit Kröti eingeschaltet hast. Das Schlimme ist, ich weiß doch, wie viele Level kommen. Es waren doch nicht alle, ihr Lieben. Hier geht's noch weiter. Oh Gott, die werde ich nie und nimmer bis Mitternacht schaffen. Nee. Leute, ich muss diesen Stream wahrscheinlich in zwei Teile machen. Ich muss diesen Stream in zwei Teile machen. Ich schaffe die Level nicht heute an einem Stück. Wie weit sind wir denn jetzt? Wir sind jetzt bei... Bosos Köpfchen. Gut, wir machen jetzt noch die Trampolinflotte. Als letztes Level. Und dann mache ich eine Pause für heute. Und beim nächsten Mal geht es mit diesem Level dann weiter. Seht es einfach als Jubiläumsstream an. Und dementsprechend, auf geht's! Bowser Juniors Trampolinflotte. Mal gucken, wann ich dann Zeit habe, diesen Stream weiterzumachen. Es sind einfach zu viele Level mittlerweile. Da habe ich mich gerade selber ein bisschen übernommen. Ja, Trampoline mögt ihr nicht? Keine Sorge, sie mögen aber euch. Die sind hier nämlich besonders anhänglich. Ihr solltet übrigens hier oben lang gehen. Besser ist es. Außerdem muss das Alpha Yoshi auch früh ins Bett. Weil ich muss morgen auch wieder früh raus. Einmal muss ich ja nochmal arbeiten. Dementsprechend kann ich leider nicht so lange streamen. Oh mein Gott, da wäre ich fast auf meine eigene Falle reingefallen. Ja, ihr Lieben, ihr seht schon, die Trampolinflotte ist ein bisschen gemeiner. Da fliegen euch die Trampoline regelrecht um die Ohren und schubsen euch durch die Gegend. Also, weicht ihnen aus, lasst euch nicht von ihnen treffen. Natürlich gibt es auch einen Checkpoint. So nett bin ich dann ja wenigstens. Zeitdruck gibt es natürlich auch, das soll euch nämlich noch ein kleines bisschen triggern. Und zwar in den Tod zu springen, so wie bei mir gerade. Au, wei, oh, wei, oh, wei, oh, wei. Nein, nein, was ist das? Das war schlecht, das war so richtig schlecht. Sowas nennt man auch allgemein Flutsch und weg. Doing, 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 doing. Ich renne, ich renne, ich renne, ich renne, ich renne, ich renne. Ich renne immer noch, ich renne immer noch, ich renne immer noch. Wie gesagt, so viel rumspielen solltet ihr hier lieber nicht. Und wie gesagt, behaltet die Kanone im Auge. Man weiß nie, wann plötzlich ein Trampolin angeflogen kommt. Zum Beispiel wie eben gerade. Und natürlich darf in einem richtigen Luftschiff auch kein Bossfight fehlen. Allerdings ein kleines Geheimnis, was viele Leute nicht wissen. Ihr braucht den Boss nicht mal machen. Ihr könnt auch einfach direkt hochfliegen. Das wissen die meisten nur nicht. Und fertig. Eigentlich sollte das andere Trampolin umgedreht sein, damit man runterfällt, aber das war ja wohl nichts. Das war ja wohl nichts. So, und das war Bowser Juniors Trampolinflotte. Jetzt wisst ihr übrigens auch, warum ich diese Level so toll finde. So, wenn ihr hier mal guckt, das sind alles meine neueren Level, wo ich mir schon sehr viel mehr Gedanken drum gemacht habe. Aber die werden wir im nächsten Stream uns dann angucken. Weil jetzt gerade ist es einfach zu spät für mich, langsam. Und meine Konzentration lässt auch so langsam nach. Das heißt, wir werden einen zweiten Teil machen, wo es dann mit den restlichen Leveln weitergeht. Wo dann die richtig fiesen, bösen Leveln auch unter anderem mit bei sind. Wie zum Beispiel Musikschule Bowser für Profis,
Musikschule Bowser für Experten, nicht zu vergessen, Drakes Kaizo-Experiment. Ja, 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 alles vorhanden. So, ihr Lieben. Und ich habe noch was für euch. Wie gesagt, wenn ihr noch mehr sehen wollt, schaut doch mal auf meinen YouTube-Kanal vorbei. Dort bekommt ihr Let's Plays zu sehen, sowie auch diesen Livestream zu sehen. Und wie gesagt, das heute war mein 3-jähriges Jubiläum. Das ist mein Special an euch für eure Treue. Ich danke euch da auch nochmal ganz doll für zum 3-jährigen Bestehen. Und diesen Stream werden wir auf jeden Fall fortsetzen. Ja, damit bedanke ich mich schon mal bei euch fürs Zuschauen. Mal gucken, wo können wir euch denn hinschicken? Ich würde sagen, ich schicke euch zum guten Drago rüber. Der wird sich auf euch freuen. Lasst ihn liebe Grüße von mir da. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Danke für euer Follow. Danke für die 3 tollen Jahre mit euch. Und wir sehen uns beim 2. Stream. Ciao, ciao. Euer Drake.